König. Bube. Dame. Gast. Der Stephen King Reread Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des König, Bube, Dame, Gast Podcast. Heute mal mit einer etwas experimentelleren Folge, denn wir wollen mit euch über Das Makabre reden. Und nein, ich kann dieses Buch nicht aussprechen und ich werde diesen Namen auch im Laufe der Folge noch mehrmals schlachten. Warum diese Folge ein bisschen anders ist als sonst? Einerseits lässt sich diesmal der Jonas entschuldigen. Der hat einerseits das Buch nicht fertig gekriegt, andererseits auch beruflich und auch sonst wie um die Ohren. Und da es bei diesem Buch eh keine Inhaltsangabe im eigentlichen Sinne gibt, lässt er sich entschuldigen. Aber wir haben natürlich wie immer trotzdem Verstärkung, nämlich einmal den Flo. Hallo. Und einmal, den kennt ihr schon, den lieben Christian. Ja, servus euch alle zusammen. Und weil mir ein kleines Hügelchen gezwitschert hat, dass der Christian bzw. sein näheres Umfeld das eine oder andere neue Projekt gestartet hat, Christian, bitte ich dich doch mal ganz kurz ein paar Worte darüber zu verlieren. Ja, gerne. Dann kommen wir gleich zum Werbeteil. Also aus Umwomukum kennt er mich ja. Und mich hat jetzt das Geocaching-Fieber doch wieder erwischt und ich habe einen Podcast gestartet, der heißt Spielbrett Erde. Wer sich also dafür interessiert und die Umwomukum-Seite findet, der findet da auch den Link zum Feed. Das ist das Einfachste. Und auch meine liebe Frau hat angefangen, ins Mikrofon zu sprechen. Sie ist professionelle Entspannungstrainerin und erzählt da ein bisschen drüber und macht auch Übungen. Und das Ganze heißt Immer mit der Ruhe. Und auch das findet ihr auf der Umwomukum-Homepage und würde mich freuen, wenn ihr mal reinhört. Aber jetzt freue ich mich, dass ich heute bei euch mal wieder zu Gast sein darf. Bevor wir damit anfangen, ein kleiner Tipp. Alle Freunde, die FSMR-Folgen der Sprechkabine genossen haben, die dürften sich darüber freuen. Aber auch sonst ist das ein sehr unterhaltsames Ding. Also hört da mal rein, wenn ihr Zeit und Lust auf sowas habt. Kann ich empfehlen. Gut, dann würde ich sagen, kommen wir zum Buch. Wie gesagt, wir wollen heute über Das Makabre reden. Und das ist kein klassischer Roman in dem Sinne. Es ist eigentlich auch kein richtiges Fachbuch. Es möchte gern ein Fachbuch sein, aber dazu kommen wir gleich. Grundsätzlich behandelt King halt hier viel, ja, die Horrorkultur der letzten, also zur Zeit des Entstehens, der letzten 50 Jahre. Und Flo, damit wir einordnen können, was die Zeit des Entstehens war, gib uns doch mal eine zeitliche Einordnung. Ja, der Danse Macabre, wörtlich übersetzt ist das Totentanz, ist im 14. Jahrhundert entstanden und ist eine Darstellung der Macht des Todes auf das Leben der Menschen. Man kennt ja diese Bilder mit diesen tanzenden Skeletten, die sind damals aufgetaucht. Das hat jetzt mit dem Buch aber nicht so viel zu tun. Warum schreiben Sie Horror? Das ist die Frage, die Stephen King wahrscheinlich sehr oft gehört hat, vielleicht auch zu oft. Und als ich ihm dann die Gelegenheit bot, 1981, oder eigentlich die Gelegenheit bot sich im Ende der 70er, ein Buch über das Horrorgenre zu schreiben, da dachte er, er nutzt diese Chance, um diese Frage ein für alle Mal zu beantworten. Ich vermute, es hat nicht so ganz geklappt, wie er das geplant hat. King hat seine Uni-Vorlesungen zum Thema Themen in der übersinnlichen Literatur genommen, hat sie mit seiner Meinung über das Horrorkino und die Horrorliteratur der letzten 30 Jahre, also 50er, 60er, 70er hauptsächlich aufgefüllt und hat sie hier und da mit ein bisschen autobiografischem garniert und hat daraus dann Das Makabre gemacht. Von den Anfängen des Genres und den Archetypen des Horrors bis hin zum Horrorboom in den späten 70ern deckt King damit einen relativ großen Bereich ab. Das Buch erschien 1981 im Verlag Everest House. Es war das erste Buch, das in diesem Verlag erschienen ist von King. King und auch sein Redakteur Bill Thompson sind in diesem Jahr zu diesem Verlag gewechselt. King zeigt uns die Ursprünge des Horrors an drei exemplarischen Beispielen zu den Archetypen der Horrorliteratur. Da werden wir, glaube ich, gleich intensiv drauf eingehen. Und weiterhin geht er auf Horrorfilme und Serien der 50er bis 70er Jahre ein. Und ich glaube, das machen wir jetzt auch. Aber als erstes möchte ich euch jetzt eine Frage stellen. Warum lest ihr Horror? Weil es spannend ist, weil
ja, im Kopf der eigene Grusel entsteht und ich mir das im Film nicht vormachen muss, wie dann irgendwas passiert oder gruselig aussieht. Ja, bei mir ist das so ziemlich genau dasselbe. Einerseits habe ich sehr großen Spaß daran, ja, quasi der Welt generell so ein bisschen zu entfliehen über Literatur. Daran habe ich sehr großen Spaß. Und was bringt es mir eine schönere Welt auszumalen, nach der ich dann vielleicht noch mehr giere als eh schon? Sondern es macht ja viel mehr Sinn, zum Beispiel Horrorliteratur zu lesen oder dramatische Geschichten, wo man dann vielleicht auch ein bisschen reflektieren kann, so schlecht ist es ja eigentlich gar nicht in der Realität. Ich gehe jetzt wieder ins echte Leben und da ist es zumindest halbwegs besser. Da frisst mich niemand oder fährt mich mit dem Auto über den Haufen oder irgendwas. Und ich glaube, das ist für mich so ein bisschen der Punkt, dass Horrorliteratur oder auch Horrorfilme eben ein bisschen die Verzerrung der Realität sind, im Sinne von, es ist eigentlich im echten Leben doch gar nicht so schlimm, wie es sein könnte. Ja, ich denke, bei mir ist das auch so ähnlich wie bei euch beiden. Außerdem hatte ich eigentlich schon als Kind immer so einen Hang zum Makaberen. Ich glaube, das passt ganz gut. Naja, und dann kommt halt noch dazu, dass erfahrungsgemäß in Horrorliteratur sehr häufig ein gewisser sardonischer Humor mitschwingt, der mir persönlich mit meinem Zynikergeist durchaus sympathisch ist. Und den kannst du wahrscheinlich in richtigen Komödien oder in derartigen Dingen sehr schwer so rüberbringen, wie es in Horrorliteratur möglich ist. Naja, es gibt auch ein paar schöne schwarze Komödien, aber ich würde dir trotzdem zustimmen, so im Großen und Ganzen. Okay, dann würde ich doch sagen, King gibt so die Frage eben, also er wird halt immer gefragt, warum er Horror schreibt. Und er stellt die Frage einfach zurück, warum wir das lesen. Aber er drückt sich halt trotzdem nicht um die Frage, warum er das Ganze tut. Und ich weiß nicht, ob ihr in irgendeiner Form schon mal einen kreativen Prozess im Sinne von Schreiben hinter euch gebracht habt, jenseits von Blogartikeln oder irgendwas. Kennt ihr das? Habt ihr dieses Bedürfnis auch schon mal gehabt, selber Dinge zu schreiben? Habt ihr da eine Motivation dazu gehabt in irgendeiner Form? Ja, wobei bei mir ist die Motivation meistens anzufangen und seltener eine Geschichte zu beenden. Aber doch, die Motivation kenne ich. Das, wenn irgendwelche Sachen so im Kopf sind, die raus müssen, dann ist es vielleicht besser, sie auf Papier rauszulassen und nicht an Menschen auszulassen. Gerade in diesem Genre. Also größere Texte oder Bücher hatte ich noch nicht das Bedürfnis zu schreiben. Ich glaube, stattdessen, weil der Flo ja gerade sagt, etwas rauslassen, bin ich tatsächlich beim Podcasten gelandet. Ich spreche, statt dass ich schreibe. Das ist wirklich so. Also es gibt Dinge, die ja möchte ich gerne verewigen, macht es aber eben mit dem Sprechmedium, was vielleicht einfach nur ein anderes Medium ist, aber ein ähnlicher Effekt. Wirklich schreiben tue ich nur beruflich. Ich mache Konzertmoderation unter anderem und da schreibe ich mir einige Dinge vorher zurecht. Ich lese die dann allerdings nicht vor, sondern spreche dann frei. Aber das ist eigentlich der Punkt, wo ich dann tatsächlich mal etwas schreibe oder zusammenstelle. Bei mir ist so, ich muss dazu sagen, ich habe überhaupt kein Talent, was Schreiben angeht. Aber ich glaube, wie jeder Jugendliche, der zu viel Zeit innerhalb von seinen eigenen vier Wänden verbracht hat, habe ich mich natürlich in meinem jugendlichen Wahnsinn auch daran versucht. Und bei mir war immer das Problem, ich hatte riesigen Spaß daran, meine Gewaltfantasien zu Papier zu bringen und zu legitimieren, indem ich sie eben nur virtuellen, imaginären Menschen dann tue, statt echten. Aber ich habe halt leider nie das kreative Potenzial gehabt, um das in irgendeiner Form stilistisch auch rüberzubringen. Deswegen, ich kann den Gedanken, den King da so formuliert, von wegen, die Sachen müssen irgendwo hin, sie sind in mir und in irgendeiner Form kanalisieren muss ich sie, weil sonst mache ich entweder Blödsinn oder gehe dabei kaputt. Das kann ich auf jeden Fall auf einer sehr großen Ebene sehr gut nachvollziehen. Also meine Ambitionen, was zu schreiben, also vor allem in Richtung Buch, ich glaube, fast jeder denkt mal drüber nach, Mensch, könnte auch mal Buch schreiben oder so, die sind nach Lesen von Danse Macabre
nahezu auf Null gesunken, weil ich festgestellt habe in dem ganzen Buch, wie sehr sich dieser Mensch mit dieser Materie beschäftigt, speziell mit dem Horror-Genre oder aber eben überhaupt etwas schreiben, etwas zusammenstellen. Ich habe nicht gewusst, dass der Mann so extrem in so einer Welt lebt und so viel kennt an Büchern, an Filmen, an Details, an Recherche. Also ich fand das ziemlich enorm. Und das könnte ich nie und deswegen, nein, nicht schreiben. Naja, ich denke mal, das ist mit jedem kreativen Prozess, du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst daran wie ein Handwerker, der sein Handwerk lernt und der auch entsprechend sich ein Portfolio schreibt und quasi ein inneres Archiv anlegt, um daraus sich bedienen zu können. Oder bei anderen kreativen Prozessen, zum Beispiel, weil du die Welt schlicht so wahrnimmst. Also ich zum Beispiel merke das immer an meinen Basteldingen. Alle Lebewesen, die ich so schaffe, ob das irgendwelche 3D-gedruckten kleinen Tiere sind oder ob das Plüschis sind oder irgendwas, die haben alle so ein bisschen meine Wahrnehmung. Die sind alle klein und alle verwachsen und irgendwie ein bisschen hutzlig und komisch, aber halt drollig. Und ich glaube, bei mir liegt das nicht daran, dass ich jetzt der Meinung bin, ja, Kielchenschema und das muss ich bedienen und das muss ich kennen, damit ich das so gut machen kann, wie ich kann, sondern einfach wirklich, weil meine Wahrnehmung so ist. Entweder es sind alle Dinge, die um mich rum sind, klein und putzig und niedlich, aber irgendwie kaputt, oder sie sind halt groß und böse und wollen mir was antun. Dazwischen gibt's bei mir kaum Graustufen. Und wenn du so eine Wahrnehmung hast, glaube ich, bleibt dir gar nichts anderes übrig, als auch genau so dann zu schreiben. Wobei es beim King ja dann doch darum geht, letztendlich auch kommerziell erfolgreich zu sein. Also das Ganze doch so zu gestalten, dass also eine ganz große Mehrheit darauf anspricht und das, was du ansprichst und auch machst, das ist dein eigenes Inneres, das begeistert Menschen in deinem Umfeld, sehr speziell teilweise auch, aber doch eher, vermute ich mal, nicht fürs Massenpublikum gedacht. Da gibt es, glaube ich, schon einen Unterschied, ohne das qualitativ zu bewerten, Gottes Willen. Ne? Nein, es ist schon klar. Ich weiß, was du sagen willst. Aber ich glaube, wenn du es, also wie gesagt, ich kann mich halt schriftlich bei sowas schlecht ausdrücken, aber ich glaube, dass automatisch alleine durch meine Wahrnehmung, dass eben Dinge zum Beispiel gefährlich sind wie Türen, wenn ich einen Horrorroman schreiben würde, unabsichtlich, ohne dass ich weiß, dass eine Tür eine Symbolik hat, bei mir wahrscheinlich Türen aus eigener Erfahrung und meiner eigenen Wahrnehmung prinzipiell irgendein Unheilsbringer wären. Das zum Beispiel meine ich. Also du kannst natürlich das Handwerk lernen, aber ich glaube, wenn du diesen seelischen Klack nicht drin hast, dann wirst du das bei aller Technik nie so rüberbringen können. Wir hatten ja mal das Zitat von King, wo er beschreibt, wunderschöne Landschaft, See, Wälder. Und wenn jetzt ein Western-Autor, ich weiß nicht mehr, wen er genannt hat, ich kenne mich mit Western-Autoren jetzt nicht so aus, wenn der jetzt diese Landschaft sehen würde, dann würde ihm eine Geschichte einfallen, sofort. Vielleicht was über Wasserrechte oder irgend sowas. Und wenn er da steht und zieht sich diese Landschaft an, dann fällt ihm eine Geschichte ein. Irgendetwas, das aus dem See rauskommt, ein Wesen, das Menschen reinzieht. Also ich denke, dass diese eigene Wahrnehmung, das Handwerk ist wichtig, aber die eigene Wahrnehmung bestimmt, was du damit machst. Und ich denke, das ist schon bei jedem so. Wobei ich bei ihm das als ja gezieltes Handwerk bezeichne. Wiederum nachlesen von Das Makabre merke ich, wie gezielt er mich als Leser und uns als Leser aufs Glatteis führt, wie genau kalkuliert alles ist, wie er ganz genau weiß, wie Horror überhaupt entsteht im Kopf und was man da zu tun hat und welche biologischen, physiologischen Mechanismen greifen, um uns da zu treffen. Also wie gesagt, das hat mich auch ziemlich begeistert. Ist Handwerk natürlich auch Kreativität, gar keine Frage, aber es scheint mir doch so, er weiß ganz genau, was er tut und das scheint zu funktionieren, sonst würde er nicht bis heute Romane schreiben und wir doch recht zahlreich sie kaufen und lesen. Genau, da stimme ich dir auch vollkommen zu. Und das ist eigentlich auch eine ganz gute Überleitung. Denn, wie gesagt, diese ganze Wahrnehmungsgeschichte, das ist natürlich was sehr Schwammiges, was sehr Individuelles, was wahrscheinlich auch bei jedem Menschen anders ausgeprägt ist.
Aber die Handwerksseite, die ist relativ universell und die kann man relativ deutlich benennen. Und das tut King in diesem Buch auch exzessiv. Zum Beispiel geht er eben in einer sehr länglichen Betrachtung die Archetypen der Horrorbranche durch. Und das wäre vielleicht ein ganz guter Punkt an der Stelle, um da mal einzuhaken. Er nennt mehrere Punkte, mehrere Archetypen, nämlich einerseits das Ding, das Fremde, also das Unbekannte, grundsätzlich Undefinierte, der Werwolf, also alles, was Verwandlung ist, ob das psychischer Art ist oder körperlicher Art. Er nennt den Vampir als Archetyp, der eben in irgendeiner Form aussaugt, Leben, Energie, Freude, was auch immer. Und natürlich den Geist. Wie fandet ihr diese Aufteilung in Gruppen von Horrorgeschichten? Sie ist mir ehrlich gesagt in dem Zusammenhang gar nicht so aufgefallen, dass, wenn du das jetzt so sagst, dann weiß ich das wieder. Also ich habe halt alles wahrgenommen, wie er über diese Typen gesprochen hat, habe aber dann beim Lesen ehrlich gesagt nicht bemerkt, dass das eine ganz klare Abgrenzung von drei Archetypen sind. Ja, ich melde mich gleich nochmal. Ich habe nämlich auch da hier ein Zitat rausgesucht, aber erst bei ihr nochmal. Ganz kurz, warte mal. Abgrenzung, nur um das Thema Abgrenzung. Sagen wir mal so, die sind nicht unbedingt zwangsweise scharf voneinander abgegrenzt. Also das ist nicht so, dass eine Vampirgeschichte nicht unbedingt auch keine Werwolfgeschichte sein kann. Denn dieses Verwandlungselement hast du trotzdem mit drin. Das heißt, die Grenzen verschwimmen, aber das sind so die Hauptelemente, auf die du so eine Geschichte aufbauen kannst. Das wollte ich nur nochmal klar machen. Das sind keine direkt fest definierten Grenzen. Flo? Ich wollte eigentlich genau dasselbe sagen. Aber gehen wir doch mal einfach auf die verschiedenen Archetypen ein, um das genauer zu erklären. Wie du sagst, das Ding oder der andere, also das Fremde. King macht das hier an dem Beispiel von Frankenstein fest. Und ich denke, andere Autoren, die King ja stark beeinflusst haben, wie Lovecraft, die sind ja gerade bekannt dafür, dieses Fremde als wirklich als Quell des Grauens oder als Ursprung des Horrors zu verwenden. Genau, und zum Beispiel als den Werwolf oder diese Verwandlungsgeschichten, da stellt er halt Jekyll und Hyde zum Beispiel vor, was natürlich eine sehr eindeutige Verwandlung einerseits psychischer Art ist, aber eben auch mit physischen Veränderungen einhergeht. Mit diesem Ding ist das auch die Geschichte mit der überaus dicken Frau und dem Fahrrad? Glaube schon. Also was ich meine, ist eben auch wieder eine Erklärung, obwohl es eigentlich, wenn man es dann so liest, jedem klar ist, aber man wird da so richtig mit der Nase reingetumpft oder ich wurde mit der Nase reingetumpft, dass er also als Beispiel gibt, wenn wir ganz, ganz normal, sagen wir mal, in einem Straßencafé befinden, schauen so den Leuten zu, dann laufen da also lauter normale Menschen rum. Also alles in Ordnung, ist alles normal, also normiert. Und dann beschreibt er eben eine Frau, er sagt natürlich auch, dass es jetzt hier nicht darum geht, Frauen oder beleibte Menschen zu diskriminieren, das betont er extra, gilt für mich auch, aber es ist eben ein Beispiel. Ne? Also eine Frau, die nicht nur beleibt ist, sondern die eben vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen extrem dick, fett, sehr, sehr voluminös ist und die steigt dann auf ein sehr zartes und dünnes Fahrrad. Und wenn sie da drauf sitzt, dann bekleidet fast ihr ganzer Körper dieses Fahrrad. Das ist also auf jeden Fall ein völlig abnormales Bild und man ist dann sofort gefesselt. Man kann sich den Blick eigentlich gar nicht entziehen, dass man da hinschaut und sich dann entweder belustigt oder ekelt oder wundert. Und das ist das Prinzip, was er beschreibt mit Prinzip Horror. Also eben ganz deutlich oder überzeichnet vom Normalen abzuwenden und dann erregt es unsere Aufmerksamkeit. Genau, also es führt immer eine Reaktion herbei. Die kann Belustigung sein, das ist auch ein großer Teil des Horrors, dass er eben auch die Komik und die Absurdität im Leben so hervorhebt. Aber eben auch blankes Erschrecken. Und generell, dass eben diese Grundelemente, die wahrscheinlich auch der menschlichen Psyche inne sind, dass die eben immer eine Reaktion auslösen. Welche ist erstmal zweitens? Genau, das Ding kann also nicht nur ein Monster sein oder irgendwas Fremdes, sondern auch einfach ein Außenseiter. Irgendetwas, das halt nicht dem Normalen entspricht.
Ich würde mal sagen, um das Prinzip vielleicht ein bisschen zu verdeutlichen, man kann ja mal die Bücher, die wir bis jetzt so gelesen haben von King, ein bisschen einsortieren. Zum Beispiel würde ich persönlich Carrie als so eine Ding-Geschichte einsortieren. Weil wir haben einerseits diese fremde Kraft, wir haben aber eben andererseits das Fremde, Carrie als Fremdkörper in ihrer Gesellschaft, in ihrer Schule und so weiter. Aber andererseits natürlich auch sie fremdet mit der Gesellschaft. Das ist also dieser klassische Alltagshorror vom Fremden, das Ding, das Unbekannte. Vielleicht, wusste nicht, ob ich mich trauen soll, aber ich mache es jetzt doch mal und ich weiß, Dela kann das auch ab. Hm? Ich schweife mal ab, wir haben ja heute ein bisschen Zeit, ne, für solche immer. Geschichten. Also, Podstock 2016. Könnt ihr euch vielleicht viele daran erinnern? Ich war da zum ersten Mal, mache es möglichst kurz, komme also abends an, beziehe mein Bett, mein Zimmer, treffe ein paar Leute, gehe dann in den Garten und sehe ganz hinten in der Ecke ein Feuer, also ein Grillfeuer, ein Schwenkgrill. Da waren so ein paar Bänke drumherum, ich glaube auch ein kleiner Pavillondach drüber. Und ich habe mich also der Szene mal langsam genähert, um mal zu gucken, wer da ist. Ich kannte also niemanden von den Leuten dort. Wollte mal schauen, was so auf dem Grill liegt und nehme dann wahr auf der Bank dunkelblaues Häufchen. Mensch, weiß ich nicht. Meine erste Reaktion war Haustier mit einer Häkeldecke zugedeckt, also vielleicht ein mittelgroßer Hund. Ich hatte keinen Kopf gesehen, nichts, nur dass es sich etwas bewegte. Und plötzlich dann aber runter von der Bank und rauf auf eine andere Bank in einer Art und Weise, wie es kein Hund sein konnte. Und dann ist auch ein Kopf plötzlich für mich sichtbar gewesen. Ein weiblicher Kopf, der weibliche Kopf, der hier kichert. Und bin auch auf die Gegengeschichte gleich gespannt. Denn das war für mich erstmal nicht fassbar. Wie, wo, was, wie funktioniert das? Wer ist das? Also da war wirklich das Abnormale für mich, also kein Grusel oder irgendwas, aber es hat halt einfach nicht in mein Bild reingepasst. Ich konnte es nicht einordnen, sagen wir mal so. Und dann natürlich falsche Reaktion, die mich ja bis heute noch ärgert, bleibt dann stehen wie doof, glotze wahrscheinlich wie doof, statt hinzugehen und sagen, hey, hallo, wer bist denn du und so weiter. Nee, also konnte es einfach nicht einordnen. Also nochmal für alle Hörer, das war meine erste Begegnung von der Ferne mit Dela, die eben da auf dieser Bank lag. Wäre sie wie später am Abend in ihrem Rollstuhl gesessen, wäre es klar gewesen. Okay, da ist jemand, hat folgendes körperliches Problem, sitzt im Rollstuhl, kennen wir. Aber das war für mich erstmal so ein Schockmoment. Und dann reagiert man eben auch in einer Weise, wie man gar nicht reagieren möchte und kann sich aber trotzdem dem nicht erwehren. Ja, das ist also auch dieses Prinzip, dass man einfach in eine Situation kommt und eigentlich möchte man ganz anders handeln, und trotzdem klappt es nicht. Und ich glaube, so erwischt uns der Horror auch. Das finde ich eine sehr schöne Geschichte, zumal ich sagen muss, dass ich mich an die Situation gar nicht negativ erinnere. Also in überhaupt gar keiner Form. Ich würde jetzt wieder behaupten, dass du geguckt hättest oder dass mir das aufgefallen wäre, dass du geguckt hättest oder dass du erstmal, wie ist die deutsche Übersetzung für Stunt? So halb gelähmt vor Überraschung, sage ich mal. Wäre mir so nicht aufgefallen. Ich kann aber das, was du beschreibst, hundertprozentig nachvollziehen. Wer mich jetzt von den Hörern nicht so kennt und vielleicht auch nicht ganz so auf Twitter verfolgt, ich bin halt, wie gesagt, ich habe Glasknochen, bin einen Meter groß ungefähr, von dem Meter siehst du aber nur die Hälfte, weil ich im Normalfall kniend unterwegs bin. Das heißt, meine Gesamtkörpergröße, die man so im ersten Moment wahrnimmt, sind vielleicht 50 Zentimeter, wenn es hochkommt. Dazu aber eben im Kontrast, ich bin nicht der klassische Kleinwüchsige, wo alles in Anführungsstrichen normal, aber kurz ist, sondern ich habe zum Beispiel sehr, sehr überdimensioniert lange Arme. Also ich habe dieselbe Armlänge wie jeder normale gewachsene Mensch. Und aber dafür halt den kleinen Körper. Und mir wurde schon mehrfach gesagt, dass ich zum Beispiel während meiner Bewegungsabläufe eine sehr große Ähnlichkeit mit einer Spinne hätte. Und das wurde mir von einem Spinnenphobiker gesagt. Und da lache ich bis heute noch drüber. Ich kann das vollkommen nachvollziehen. Mir tat das auch damals fürchterlich leid um den armen Menschen.
Aber ich verstehe den Gedankengang und ich stimme dir da vollkommen zu. Und ich halte das auch für eine vollkommen normale und vollkommen gesunde Reaktion. Und jetzt andersrum nochmal zum Beispiel auch, wir sind ja hier im Podcast und das Thema Stimme ist ja bei dir auch immer eines. Wir hatten uns ja vor 2 Stunden schon mal unterhalten. Da hast du auch ein bisschen was über Probleme mit der Stimme für Leute, die das dich nicht kennen. Das wiederum war für mich praktisch gar kein Problem, nichts Abnormales. Du warst ja später bei Podstock auch dann auf der Bühne gesessen und hast dich vorgestellt. Da hat man dich also zum ersten Mal gehört hinter Mikrofon. Da ich jetzt als Musiker mit sprechenden und singenden Menschen aller Größen, aller Proportionen zu tun habe und diese Stimmen meistens eben zu dem Resonanzkörper passen, den man da auch sieht, war also jetzt die Stimme für mich überhaupt nicht ungewöhnlich. Also gar nicht. Einfach, ja, passt, ist so, na klar. Also da war nichts, also für mich nichts Abnormales, aber andere, die das eben nicht gewohnt sind, die würden eben sagen, nanu, wieso klingt denn das so? Mhm. Da stimme ich dir vollkommen zu. Was ich vielleicht an der Stelle auch nochmal sagen will, was ihr euch vielleicht relativ schwer vorstellen könnt, aber so wie man mich auf den ersten Blick als was Fremdartiges, Komisches empfindet. Und um Gottes Willen, wie gesagt, ich meine das auch selber nicht positiv, negativ und ich habe das auch selber nie so empfunden. Aber ich bin mir bewusst, dass ich eine merkwürdige Erscheinung bin im ersten Moment. Aber was mir immer wieder auffällt, ist, dass ich unglaubliche Schwierigkeiten habe, mich in eure Normalität reinzudenken. Also für mich seid ihr ja genauso fremdartig, wie eben ich für euch. Ich merke das immer bei so Sachen, zum Beispiel, wie gesagt, ich bastle momentan viel. Und ich habe gestern zum Beispiel 20 Minuten lang da gesessen und war am Überlegen, wie muss jetzt die Relation von einem normalen stehenden Männchen sein, zu seiner Schranktür zum Beispiel. Weil für mich ist natürlich alles dreimal so groß wie ich und ich halte das für normal. Und wenn ich dann sehe, wie ihr da mit euren 1,80 oder was auch immer durch die Gegend rennt, dann kommt mir das genauso verstörend vor, wie bei euch das Gegenteil. Ich glaube, ja, halten wir es mit Einstein, ne? Alles ist relativ. Genau. Das hat, glaube ich, damit zu tun, dass man wirklich so in seiner eigenen Realität ist, und sich in andere schlecht reinversetzen kann, weil man es meistens auch gar nicht muss, aber ich denke, das geht allen irgendwie ein bisschen so. Ja, dann ja, sorry für die Abschweifung, vielleicht kann die Fachmännin und ja die Fachfrau wieder zum Buch überleiten. Auch, wie gesagt, diese Folge ist dafür da, um abzuschweifen, weil rein inhaltlich ist aus diesem Buch jetzt so viel nicht rauszuholen. Von daher bin ich dafür sehr dankbar, denn ich glaube, das war auch wirklich ein sehr treffendes Beispiel, womit du Leuten das begreiflich machen kannst. Aber ich würde sagen, wir leiten jetzt trotzdem zum nächsten über, nämlich zum Archetyp Werwolf. Werwolf ist in dem Sinne alles, was mit Verwandlung zu tun hat, was mit Veränderung zu tun hat. Als King-Referenz würde mir jetzt da zum Beispiel einfallen, gut, auch einerseits wieder Carrie, wie sie eben ihre Wandlung durchmacht und vom unkontrollierten Ausrutscher zu aktiv Dinge als Waffe einsetzen. Fällt euch jetzt eine Werwolf-Referenz ein? Vielleicht sogar das Shining. Weil diese Verwandlung muss ja nicht unbedingt körperlich sein, sondern es kann ja auch aus der Dunkelheit der Seele kommen. Und ich denke, dass wir gerade bei dem Vater in The Shining so eine Verwandlung auch sehr deutlich erleben. Dann später in der, ich glaube, übernächsten Folge oder nächsten Folge werden wir ja über Cujo sprechen. Auch da haben wir halt, da geht's halt wirklich um den Hund. Aber auch da haben wir wieder diese Verwandlung, diese etwas Normales verwandelt sich zu etwas, was wir als gefährlich empfinden. Sind da die einseitigen Verwandlungen auch mit drin oder muss es immer hin und her gehen wie bei Jekyll und Hyde? Also einseitig wäre zum Beispiel die Fliege vom normalen Mensch bis hin zum völlig verkorksten Fliegen-Typ. Aber da gibt es ja keinen Rückweg mehr. Nee, ich würde das auch beidseitig sehen. Ich auch, ja. Also ich meine, also es kann auch das nur auf einem Weg sein. Halt generell die Verwandlung, ob die jetzt dann irgendwann wieder rückgängig gemacht wird oder immer mal schwankt, das ist, glaube ich, daran nicht das Elementare. Sondern einfach nur, dass man sich eben nicht sicher sein kann,
zu welchem Zeitpunkt man jetzt an welchem Punkt der Entwicklung steht im Zweifelsfall. Da gibt es ja nun die optischen Verwandlungen, die ja gerade vor allem für den Film besonders geeignet sind. Aber ich glaube, noch fieser sind die, wo die Typen immer gleich aussehen, aber deren seelischer oder geistiger Zustand von, ja, sagen wir mal, einfach von gut bis böse wechseln. Das kann ziemlich fies sein. Genau, und das wäre halt zum Beispiel dann diese Shining-Verwandlung, dass du eben wirklich diesen Übergang, diesen fließenden hast und eigentlich sieht von außen alles noch normal aus, aber innen drin wird alles immer aggressiver und komischer. Da könnte man zum Beispiel auch als Beispiel Sprengstoff nehmen. Ja, ich hasse das Buch, aber trotzdem passt es. Wo der normale Mann sich langsam, aber sicher doch zum Amokläufer in einer gewissen Weise entwickelt. Genau, wo wir gerade das Shining-Beispiel hatten. Shining könnte man aber andererseits auch als Vampirbuch lesen. Denn das Element des Hauses, und wir haben uns ja bei Shining darüber unterhalten, bildet ja schon fast einen eigenen Charakter. Und dieses Haus zieht Energie, zieht Lebenskraft, zieht Stimmungen, Schwankungen, wie auch immer. Also auch da ist wieder so eine offene Grenze zwischen diesen beiden Elementen. Das meine ich halt mit, die Grenze ist nicht fest definiert, aber du hast die Grundelemente in fast jeder Geschichte. Fällt euch außer Brennen muss Salem jetzt noch eine Vampirgeschichte ein direkt? Ich habe mir ein Zitat rausgeschrieben, was ist relativ am Ende des Buches, wenn ich das mal reinfließen lassen darf. Da schreibt er nämlich tatsächlich, dass er etwas anderes gelesen hatte. Es ging um ein Spukhaus. Und jetzt zitiere ich mal wörtlich, und dann schreibt er eben, und infolge meiner strengen methodistischen Erziehung fing ich an, mich zu fragen, ob man das Spukhaus nicht als ein Symbol für ungesühnte Sünden betrachten konnte. Punkt, Punkt, Punkt. Ein Einfall, der sich in dem Roman The Shining entscheidend auswirkte. Also das hat King geschrieben, Seite 356. Genau, also ich würde durchaus sagen, das trifft es ziemlich genau. Der Vampir bedeutet ja auch, ja, das Absaugen von Energien zum Beispiel. Nicht nur das Blut oder Lebenskraft. Ich kann mir das auch vorstellen, wir hatten ja auch schon ein paar grenzwertige Beziehungen in King-Büchern, dass auch das unter die Kategorie der Vampir fallen kann. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Allein diese ganzen Familienbeziehungen, die er so beschreibt, auch da fällt mir jetzt wieder Carrie ein, oder genau. Feuerkind zum Beispiel, wo ja auch so eine Beziehung zwischen dem Mädel und dem Indianer. Indianer ist kein politisch korrekter Begriff, ich entschuldige mich. Aber mir fällt der Name gerade nicht ein von den Menschen, wie hieß er? Rainbird, ich bedanke Rainbird. Mich. Diese Beziehung, die halt auch auf Lug und Trug und Täuschung besteht und eigentlich nur dafür abzielt, eben entsprechende. Ja, Vampirismus hat ja auch immer so eine halberotische Komponente. Ich glaube, die kommt in Feuerkind auch, zumindest habe ich so gelesen, sehr gut rein. Diese Verführung. Und ja, da haben wir sehr viele Beispiele eben. Ja, oder wie du sagst, in Carrie. Also Carries Mutter fällt eigentlich genau in diese Kategorie auch, die mit ihrem religiösen Wahn das Leben von ihrer Tochter abzieht oder verhindert, dass sie tatsächlich leben kann. Also ich denke, da haben wir einige Beispiele auch schon gehabt bis jetzt und ich denke, da kommt auch noch mal einiges. Genau. Dann würde ich sagen, kommen wir zum letzten Archetyp, nämlich der Geist. Unter Geist kann sich, glaube ich, jeder was vorstellen. Geistergeschichten habt ihr alle schon mal gelesen. Aber innerhalb der bis jetzt gelesenen King-Geschichten fällt mir jetzt gerade keins ein, wo das jetzt schon eingebaut hätte. Es kommen im Laufe der Zeit einige noch. Es kommt Sarah. Auch Christine ist in gewisser Weise eine Geistergeschichte irgendwo. Sicherlich gut, Shining. Shining ist auch zu Teilen eine Geistergeschichte. Aber fällt euch noch was ein? Was ist denn mit Es? Ist das ein. Das ist kein Vampir. Das ist eher ein Geist, oder? Ich weiß nicht, ob ich nicht eher zur Mischung aus Dingen. Ich würde auch sagen, das Fremde. Es ist eher das Fremde. Das ist sowieso nochmal was Besonderes. King hat manchmal Monster, die Outsiders genannt werden, also Außenseiter.
Es gehört dazu und dann noch, wir werden einige noch treffen, die meistens irgendwelche Punkte haben, die sehr ähnlich sind. Zum Beispiel treten sie mit Unwettern auf oder solche Sachen oder auch so zeitliche Abstände. Da kommen wir dazu, wenn wir dazu kommen. Aber jetzt habe ich vergessen, worauf ich hinaus wollte, verdammt. Wie habe ich den Satz angefangen? Der passt halt nicht ins System. Er ist ja eigentlich, wenn man das so wollen würde und wenn man das in Kontext seiner Gesamtschaffenskraft setzt, sind so Sachen wie Ace oder auch zum Beispiel Flag in The Stand und so weiter, das sind nicht Geister im klassischen Sinne, sondern sie könnten auch echte Entitäten sein, die einfach aus einer anderen Welt zum Beispiel in unsere reingespült sind, die aber nichtsdestotrotz richtige existierende Entitäten sind. Womit sie wieder in die Kategorie Ding, das Fremde, fallen würden. Genau. Wobei, wenn ich jetzt richtig gelesen habe, ich habe es zugegebenermaßen nicht Wort für Wort gelesen, aber es war wahrscheinlich nach der Erscheinung von Dance Macabre, ist das richtig? Ja. Ja. Also ich habe es halt jetzt selber reingeworfen, nur damit das korrekt ist, dass es in diesem Buch nicht vorkommt. Es kommt ja 100.000 Beispiele von ihm, aber auch vor allem von ganz vielen anderen Horrorautoren und Romanen vor. Müsste man vielleicht auch mal kurz zwischendurch einflechten. Also es ist keine durchgehende Selbstbetrachtung, sondern er ist eigentlich fast immer bei anderen Kollegen, die da schreiben oder Drehbücher schreiben und also rundrum überall beschreibt, wo irgendwas was Horrormäßiges vorkommt und das eben kategorisiert und beschreibt und die Methoden beschreibt. Genau, und ich würde sagen, das ist auch gleich ein ganz guter Ansatz, um jetzt über den, ich sag mal, fachlichen Teil, das ist, glaube ich, der einzige wirklich fachliche Teil, den er beschreibt, hinauszugehen und wirklich mal sich mit den Beispielen zu beschäftigen, die er so nennt, die jetzt nicht seine eigenen sind. Und er fängt, glaube ich, an mit seiner Betrachtung mit den Filmen. Und an dieser Stelle ist, glaube ich, in erster Linie da Flo schon mal unser Mann, denn ich habe von Horrorfilmen keine Ahnung. Also ich habe auch nur ein paar hundert gesehen. Also er deckt schon eine große Menge von Filmen ab. Leider muss ich sagen, dass er hier ja teilweise doch sehr unfair zu den Filmen ist. Klingt vielleicht ein bisschen merkwürdig. Aber für ihn muss ein Horrorfilm gleich ein Meisterwerk sein. Ansonsten ist es Schrott. Und wirklich Meisterwerke gibt es halt selten. Ein Film, den er häufig erwähnt, ist ein Klassiker, den es auch unbedingt als Horrorfilm bezeichnen muss, ist Alien. Er geht auf viele dieser Filme ein. Er lässt meiner Meinung nach aber auch sehr viel leider weg. Natürlich gut, es betrachtet die 50er bis 70er Jahre. Das heißt, was vorher kommt, in den 30ern gab es diese große Welle mit den Universal Monster Filmen, also Klassiker Dracula, Frankenstein, der Wolfsmensch. Dass er das weglässt, okay. Aber er geht zum Beispiel sehr wenig auf die britischen Hammer Studios ein, die gerade in diesem Zeitraum ihren Höhepunkt hatten und die auch eine riesige Menge an zum Teil auch wirklich guten Horrorfilmen rausgehauen haben. Ich grätsch mal kurz dazwischen. Ich mache heute den Vorleseronkel, weil ich das, was ihr so könnt, nicht immer so aus dem Kopf kann. Alien hatte ich hier tatsächlich schon auf dem Bildschirm und dann hast du es erwähnt. Dankeschön. Ich lese mal vor, Seite 99, also der Stephen King schreibt, ich möchte zum Beispiel auf Alien verweisen, wo die beiden Frauen im völlig nicht sexistischen Begriffen dargestellt werden, bis zu dem Höhepunkt, wo Sigourney Weaver gegen den schrecklichen interstellaren Anhalter kämpfen muss, dem es sogar gelungen ist, an Bord ihres winzigen Rettungsbootes zu gelangen. Bei diesem letzten Kampf hat Miss Weaver ein Bikinihöschen und ein fast durchsichtiges T-Shirt an. Jeder Zentimeter Frau und in dieser Situation ist sie mit jedem weiblichen Opfer Draculas in den Filmen der 60er Jahre austauschbar. Also so schreibt er zum Beispiel über Alien. Um vielleicht auf die Alien-Diskussion, ich würde ihm da ja schon mal generell widersprechen, weil die ganze Grundthematik von Alien ist ja schon Mutterschaft. Das heißt, nicht sexistisch kannst du das schon per Definition nicht diskutieren, meiner Meinung nach. Aber das ist auf jeden Fall ein guter Punkt. Und er bezieht sich zum Beispiel auch eben in den Dracula-Filmen auf diese erotische Komponente und diese Dinge. Also das auf jeden Fall, da hat er durchaus einen gewissen Einblick in diese Dinge, den er dann auch raushängen lässt.
Was mir extrem aufgefallen ist, bei den Filmen, aber auch bei den Büchern, vor allem aber bei den Filmen ist, wenn man Kings eigenen Konsumentengeschmack so sieht und die Filme und die Dinge, die er so empfiehlt, dann wundert es, glaube ich, keinen mehr, warum alle seine Verfilmungen, die er selber gut findet, so fürchterlich beschissen sind. Das Gefühl hatte ich auch, ja. Ich meine, er hatte ein paar gute Filme dabei, aber das sind wahrscheinlich eher Ausrutscher dann. Ja, das Schlimme ist, die guten Filme findet er ja selber scheußlich. An der Stelle möchte ich ganz kurz einhaken, denn da habe ich auch ein schönes Zitat. Da redet er über Shining. Er hat Shining, den Film hat er gehasst. Dieser Faktor künstlerischer Vision ist so real und offensichtlich, dass ein Film selbst dann seine unbestreitbare Brillanz behält, wenn ein Regisseur wie Stanley Kubrick einen so ärgerlichen, perversen und enttäuschenden Film wie Shining macht. Sie ist einfach da. Ja, das ist ja etwas, was ich nie verstehen werde. Ich meine, okay, der Film ist für mich auch nicht so perfekt wie für viele andere, aber Kings Meinung ist hier echt übertrieben. Ich krieg's nicht mehr auf die Reihe, hoffe auf euer Erinnerungsvermögen. Relativ am Ende des Buches beschreibt er, dass er Drehbuchautor eines ganz bekannten Filmes. War das jetzt irgendein Star Wars Film oder ich weiß es nicht mehr, wo, aber dann am Ende doch zurückgetreten ist, weil eben seine Ideen überhaupt nicht mit dem zusammengepasst hat, was Regisseur und Produzent eigentlich haben wollten. Aber er war dabei, ein Drehbuch für einen, verdammte Axt, ganz sehr, sehr bekannten Film zu schreiben. Vielleicht fällt es uns ein. Also ich weiß gerade nicht, was er meint, aber ich kann mich an die Stelle auch erinnern, aber ich wüsste jetzt gerade nicht, um welchen Film es ging. Ich blättere gerade durch, wenn ich es finde, sage ich Bescheid. Nein, aber ganz generell, ich vertrete wirklich die Theorie, dass sein eigenes Konsumentenverhalten eindeutig erklärt, wieso die Verfilmungen, die er gut findet, so sind, wie sie sind. Also das ist, spätestens ab diesem Buch war mir das klar, dass es da nie Hoffnung geben wird. Natürlich muss man auch bedenken, das Buch ist 81 erschienen, 80 fertiggestellt worden, also konnte die Entwicklung, die die ganzen Filme nehmen, natürlich auch nicht vorhersehen. Er geht ja zum Beispiel auf die Zombie-Filme von Romero ein. Also auf Night of the Living Dead, Dawn of the Dead. Und der dritte war ja zu dem Zeitpunkt noch gar nicht erschienen. Und Romero war ja, oder wurde auf jeden Fall zu einem guten Freund von ihm, mit dem hat er ja auch viel zusammengearbeitet. Auch als Drehbuchautor und sogar als Schauspieler. Dela will die Filme ja nicht besprechen, sonst kämen wir da drauf irgendwann mal. Er hat am Ende des Buches eine Liste mit Filmen. Und wenn man die so durchguckt, man sieht ein paar bekannte Sachen. Also ist zum Beispiel Hitchcock manchmal dabei mit Die Vögel oder Frenzy oder andere Filme. Da kann man immer überlegen, ob man das jetzt als Horror sieht. Aber das sind in der Regel gute Filme. Die schon genannte Fliege ist dabei. Also das Original von 1958, nicht das aus den 80ern, klar. Habe ich gesehen. Ich auch. Großartiger Film. Mit zwei Fortsetzungen übrigens, die auch lustig sind. Ich habe irgendeinen gesehen. Ich bin mir aber nicht sicher, ob das der Originale war. Gab es nicht auch so ein Goldblum-Ding? Das war aber dann schon das Remake, oder? Das Remake. Das war schon eins der Remakes, ja. Er hat, was mir aufgefallen ist, sehr viele Filme, die ich mehr in den Science-Fiction-Bereich schieben würde, wie Invasion of the Body Snatchers, also die Körperfresser kommen, oder die dämonischen, es gibt mehrere Verfilmungen, oder auch den Klassiker Gefahr aus dem Weltall. Kann ich an der Stelle kurz einhaken? Gerne. Ich glaube, da kommen wir nämlich auch auf einen ganz relativen wichtigen Punkt, denn King beschreibt vor allem im Intro zu seinem Buch sehr genau, dass zum Beispiel dieses Gefühl von Horror, dass es eben kein Science-Fiction ist, sondern Horror, auch mit der politischen Konnotation, die da mitschwingt. Und gerade bei Body Snatchers und so weiter verbindet er es persönlich aufgrund seiner Historie zum Beispiel sehr mit der Red Scare, also mit dieser
Angst in den USA vor den Kommunisten, vor dem Kalten Krieg und der Angst, dass sie infiltriert werden oder eben schlicht und ergreifend weggebombt. Und dass diese Angst und dieses Basisgefühl, das bei diesen Filmen und diesen Dingen mitschwingt, wahrscheinlich auch aus der Zeit geboren ist und wahrscheinlich heute so nicht funktionieren würde. Ja, gerade bei diesen Körperfresserfilmen, die bekannten Pot People, also wo die Menschen in Schoten herangezüchtet werden, die Duplikate, gerade das ist natürlich so eine der großen Themen der 50er Jahre. Die Angst, dass der kommunistische Feind einfach sich so einschleichen kann in die Gesellschaft. Damit ist King groß geworden. Das merkt man ihm, glaube ich, auch so ein bisschen an. Zur Vervollständigung habe ich mittlerweile gefunden, was ich gesucht habe. Nicht Star Wars, sondern Star Trek. Das, was die Älteren unter uns, also meine Generation, unter Raumschiff Enterprise verstehen. Tatsächlich war King als Drehbuchautor für einen der Enterprise-Filme vorgesehen und die waren also auch mitten in der Produktion und dann gab es aber irgendwie Knies und dann ist er da ausgestiegen. Also das zur Vervollständigung. Ich möchte an dieser Stelle eine unpopuläre Meinung äußern und sagen, das hätte selbst King nicht schlimmer machen können. Es gibt gute klassische Star Trek-Filme. Es gibt auch sehr schlechte. Na gut, anderes Thema. Ja, gut oder schlecht. Also, kennt ihr The Munsters, diese Schwarz-Weiß-Serie? Die ist großartig. Ewig alt. Großartig, sagst du. Finde ich auch. Dela, wie gefällt dir das? Fantastisch. Ja, und King findet es als eines der miesesten Dinge, die überhaupt je auf Zelluloid gebannt worden sind. Ja. Steht da drin, steht im Buch. Ist mir auch übel aufgestoßen. Und ja, aber das beweist wieder nur meine Theorie. Sein ganzes Konsumentenverhalten, und ich beziehe mich hier nur auf die Filme. Bei den Büchern ist es was anderes, aber sein ganzes Konsumentenverhalten bei den Filmen erklärt komplett sämtliche Entscheidungen, die er über seine Filme später getroffen hat. Ohnehin lässt dann ja auch nur wenig gute Haare an dem Horror im Fernsehen. Ich meine, okay, man muss zugeben, wir sind mittlerweile ja verwöhnt mit guten Fernsehserien. Und auch im Horrorbereich gibt es ja wirklich großartige Sachen. Ob man die Monsters jetzt auch als Horror bezeichnen kann oder die Addams Family oder sowas, ist sei mal dahingestellt. Aber ich glaube, eins der wenigen, an dem mir da wirklich ein gutes Haar lässt, ist Twilight Zone. Was eine wundervolle Serie ist. Aber tatsächlich gab es da noch mehr wirklich gute Sachen aus der Zeit. Und das scheint ihm alles nicht zu interessieren. Ich möchte an der Stelle mal ganz kurz mit euch über Twilight Zone reden. Ich habe das nur so ganz am Rande mitgekriegt in der tausendsten Wiederholung. Das kam mal eine Zeit lang nach X-Faktor auf RTL2, Sonntagnachmittag. Habt ihr das exzessiv geguckt? Könnt ihr da richtig mitreden? Also, ich vermute, dass es eine der neueren Serien war, die da liefen. Weil die Originalserie aus den 60ern ist schwarz-weiß. Zum Teil halbstündige Folgen, zum Teil einstündige. Wobei die einstündigen, glaube ich, nie im Deutschen liefen. Die sind, glaube ich, nicht übersetzt worden. Und also ich habe sie mittlerweile alle gesehen. Und die sind teilweise richtig gut. Das muss ich zugeben. Das sind Autoren dabei, wie Matheson oder auch Earl Hemner, der später die Waltons erschaffen hat. Und die haben wirklich für die damalige Zeit großartige Geschichten geschrieben, die, okay, heute fällt es ein bisschen auf, die laufen immer auf einen gewissen Twist hinaus, aber doch, war wirklich eine der besseren Serien der Zeit. Und dann gab es in den 80ern nochmal ein Remake und in den 2000ern nochmal eins, aber die können wir außen vor lassen. Also ich kann mich nur erinnern, ich habe mal eine Twilight Zone voll. Also zuerst, ich habe das nie geguckt, weil mir das Intro zu gruselig war, muss ich dazu sagen. Ich war und bin ein fürchterlicher Schisser, was bei solchen Intros angeht. Ich kann das immer nicht haben. Ich kriege zum Beispiel auch immer eine Krise beim Autopsie-Intro wegen dem Geräusch. Das nur dazu. Also ich habe das nie wirklich gesehen. Aber eine Folge habe ich mal gesehen und da musste ich letztens sehr grinsen bei unserer Wichtelfolge, die lieben Weihnachtswichtel uns geschenkt haben. Denn da ging es in dieser Twilight Zone Folge um einen Zug voller Geister, die nicht wissen, dass sie Geister sind. Und das ist dann eine King-Thematik, die er später in seinen Kurzgeschichten auch nochmal aufgegriffen hat. Stimmt, da kommen wir auch noch dazu. Aber wenn du die Simpsons gesehen hast, gerade die Halloween-Folgen,
kennst du viele Twilight Zone-Episoden. Okay, das ist gut zu wissen. Ja, zum Beispiel dieser Klassiker mit Bart im Schulbus, wo dieser Gremlin den Bus abmontiert und keiner glaubt ihm. Das ist original ein Flugzeug und die Rolle von Bart wird da gespielt von William Shatner. Sehr lustig. Okay. Christian, hast du Erfahrungen mit Twilight Zone? Keine einzige Minute. Aber ohnehin, ich habe jetzt, während ihr gesprochen habt, ein bisschen drüber nachgedacht. Interessanterweise gucke ich gar keine Serien, wenn es um Horror oder Science Fiction geht. Obwohl ich sehr gerne Serien sehe, aber da geht es dann in irgendwelche ganz anderen Genres. Horrorfilme, abgeschlossene, sehr gern. Serien eigentlich nie. Aber es ist schon mal beruhigend. Ich dachte immer, das ist so ein Altersding, aber mir ist das auch völlig entgangen damals. Also ich bin ohnehin ein Fan auch gerade von alten Serien, deswegen es gibt auch andere Serien aus dieser Zeit, die diesen Anthologie-Charakter hatten und das Fantastische. Outer Limits ist noch recht bekannt, da gab es in den 90ern auch eine Neuauflage. Warte, das in den 90ern war schon die Neuauflage? Ja. Ich dachte, das war das Original. Nein. Das gab es tatsächlich auch schon in den 60ern, 2 Staffeln lang, glaube ich, in Schwarz-Weiß. Und dann noch diverse andere Sachen, mir fallen die Namen jetzt nicht ein, Science-Fiction, Theater und so Kram, teilweise echt lustig. Und das müssen alles auch Sachen sein aus den 50er, 60ern, mit denen King auch aufgewachsen ist. Aber die erwähnt er hier auch zum Teil nur ganz am Rande, was ich auch wieder schade finde. Habt ihr jetzt erstmal noch grundsätzlich zu den Filmen und Fernsehen noch direkt was zu sagen, worüber ihr gerne reden wolltet? 2 Dinge. Zum einen, wenn ich das richtig verstanden habe, sein, also Kings, ja, mit Lieblings- oder hochverehrter Film ist Hitchcock Psycho. Das hat er gut beschrieben und ja, Duschszene und dass man eben nie tatsächlich sieht, dass das Messer in die Frau reingeht und trotzdem, also eine ganz klassische Horrorszene, die auch heute noch gruselig ist und das hat er also eigentlich ganz positiv besprochen. Psycho. Kennen, glaube ich, alle, oder? Ja, auf jeden Fall. Ja, da würde ich King auch sogar recht geben. Es ist ein Film, der auch heute noch gut wirkt. Mach weiter, weil das andere geht aber woanders hin. Was mich ein bisschen irritiert ist, oder was ich lustig fand, Psycho lobt er so, durchaus berechtigt, gebe ich durchaus recht. Aber im Endeffekt entverwertet und weiterverwertet hat er ja eine andere Geschichte, nämlich das Fenster zum Hof. Ja, Kam, glaube ich, im Buch nicht vor, oder? Nee, das war ja, später weiß. Dann. Aber das hat auch später dann halt, statt zum Beispiel ein Psycho-Remake zu machen, hat er sich dann eben eher auf dieses Voyeurismus-Thema von Fenster zum Hof dann bezogen. Und ich könnte mir ein Psycho von King als Buch durchaus auch vorstellen. Ich glaube, King greift, ob jetzt bewusst oder unbewusst, öfter auch Hitchcock-Elemente auf. Wenn ich da zum Beispiel an Stark denke, den Sperlingen, das hat schon so ein bisschen Feeling wie die Vögel. Ja, was ich übrigens auch für einen großartigen Film halte. Der wirkt auch heute immer noch richtig gut. Naja, da würde ich dir schon ein bisschen widersprechen. Erstens habe ich den Film nie verstanden. Also die Grundidee des Films habe ich nie verstanden. Und zweitens, angucken kannst du dir den heutzutage nicht mehr. Also wenn du dir diese Filmrolle von sich immer wiederholenden gleichen Vögeln anguckst, das, also zumindest für mich als mit neuen Medien aufgewachsenen Kind verdirbt das durchaus ein bisschen die Freude an dem Film. Andere sind da meiner Meinung nach deutlich besser gealtert. Ist das nicht der Film, über den wir heute Nachmittag gesprochen haben? Oder verwechsel ich da was? Nee, also wir reden jetzt gerade vom Hitchcock-Vögel. Und wir haben heute Nachmittag in der Vorbesprechung über Stark geredet, über Dockhoff. Aber da kann ich, wie gesagt, an den Film, wenn ich ihn denn gesehen haben sollte, was ja aus Gründen, die du vielleicht gleich nochmal erklären kannst, nicht ganz zweifelsfrei bestätigen kann, da kann ich mich an den Film, wenn ich ihn gesehen habe, kaum erinnern. Also ich habe eben heute Nachmittag eine Meldung auf NTV gelesen, also ich habe NTV online gelesen, so ein bisschen Schlagzeilen, und da stand eben, dass dieser Film nach 25 Jahren Verbannung, also zumindest in Deutschland, war nämlich indiziert und durfte nicht gezeigt werden, und dass er jetzt wieder freigegeben worden ist.
Also ich habe ihn auch noch nicht gesehen. Also offiziell hätte man den die letzten 25 Jahre auch nirgends sehen können. Und ob und wie der jetzt dann demnächst mal zu sehen sein wird, stand da noch nicht. Auf jeden Fall war der eben indiziert aufgrund seiner filmischen Darstellungen. Und heutzutage wäre das jetzt wohl überholt und würde als nicht mehr so schlimm angesehen. Und deswegen kann sein, dass er jetzt wieder auf den Markt kommt. Das war eben die Meldung, die ich zufällig gelesen hatte. Also es ist länger her, dass ich ihn gesehen habe. Ich habe eine große Sammlung. Und ich kann mich nicht erinnern, dass er jetzt irgendwie so schlimm gewesen wäre. Aber wie gesagt, ich kann mich auch an den Film nicht mehr so allzu großartig erinnern. Vielleicht kannst du dich auch erinnern, ob es im Film diese lustige Bleistiftszene gab? Denn das könnte ich mir vorstellen, dass das Element war, an dem es gescheitert ist. Bleistiftszene? Bleistift, Rand, Aua, Schmerzen. Ach so, das stimmt. Kann ich mich nicht erinnern. Woran ich mich in dem Buch immer erinnere, ist eines dieser kurzen Zwischenkapitel, wo er als Stark schreibt, wo er genau beschreibt, wie eine Büroklammer aufgebogen und durch das Augenlid in einen Augapfel gestoßen wird. Ich meine, glaube ich sogar, gut, dann waren das zwei Szenen. Es gab eine Szene mit Augäpfeln und es gab eine mit der Hand, wo er sich den Bleistift durch die Hand, Also ich kann mir das durchaus vorstellen, dass dieser Film aus Gründen indiziert war. Ja, vermutlich. Manchmal kann man es nicht so ganz verstehen, um ehrlich zu sein. Gut, Christian, du hattest noch einen zweiten Film, zu dem du was sagen wolltest. Kein Film, sondern vielleicht, wenn ihr jetzt nichts mehr anderes habt, was Film und Fernsehserien betrifft, abschließend, weil wir jetzt ja auch hier mit Science Fiction und Horror ganz ordentlich durcheinander gewürfelt haben. Und das ist eben wohl ein Anliegen, ganz am Anfang in diesem wissenschaftlichen Teil, wo er von der Trennlinie zwischen Fantasy und Science Fiction spricht, wobei er Horror als ledigliche Unterabteilung des Genres Science Fiction oder Fantasy ansieht. Und da beschreibt er, dass er also oft auf irgendwelchen Science Fiction oder Fantasy Konvents zugegen ist, also irgendwelche Messen oder wo eben die alle zusammenkommen. Und ihm geht es dann mittlerweile schon auf die Nerven, dass er da ständig drüber gefragt wird. Und jetzt zitiere ich wieder aus seinem Buch: Wenn ich für jeden Artikel zum Thema Abgrenzung von Fantasy und Science Fiction, der in den Spalten der Amateurzeitschriften und der Profizeitschriften beider Genres erscheint, einen Nickel bekommen würde, könnte ich mir davon die Insel Bermuda kaufen. Ja, finde ich eine interessante Theorie, wobei ich sagen muss, dass ich mir darüber wenig Gedanken gemacht habe. Ich denke, dass es wirklich auch etwas so Fließendes ist, dass für jeden diese Grenze anders verläuft. Und natürlich kann man sich darüber streiten. Also ich stimme mit Kings Trennlinie auch nicht so ganz überein. Aber mal ganz ehrlich, ist es nicht egal? Das wollte ich damit sagen, ja. Ich fand das nett mit dem Penny, also heute in heutiger Sprache Cent oder ja, Pfennig. Und dass er offensichtlich also sehr oft gefragt wird, scheint es also vielen auch wichtig zu sein, ob oder wieso da eine Trennung zwischen Science Fiction und Horror sein sollte. Denn für jede Frage ein Penny und dann die Insel Bermuda. Also es muss eine große Dimension haben für ihn. Naja, es war Ende 1970er, da war Bermuda vielleicht noch billiger. Ja gut, wir brauchen bloß lang genug warten, dann ist es wieder soweit. Aber vielleicht ist das ein ganz guter Ansatz, Flo, vielleicht mal über diesen allgemeinen Anspruch und diese allgemeine Krankheit der Überanalysierung zu reden. Ich weiß, du hasst mich dafür, weil ich das auch sehr oft mache und sehr oft tue. Aber was glaubst du, woher das kommt, dass Menschen das so diesen Drang haben, Dinge unbedingt so kategorisieren und sortieren zu müssen? Ich denke, da sind wir wieder beim Werwolf. Das kommt aus der Dunkelheit der Seele der einzelnen Personen. Nein, keine Ahnung. Wahrscheinlich, Menschen sind halt darauf trainiert, Muster zu sehen. Und vielleicht ist es wirklich irgendein Drang, dass man alles analysieren muss. Ich kann es mir nicht so genau erklären. Gut, ich analysiere manche Sachen auch ein bisschen zu sehr. Aber ich denke, manchmal muss man es auch einfach gut sein lassen. Mir persönlich fällt das, wie du weißt, sehr schwer, das zu ignorieren und das nicht zu tun. Aber was ich zum Beispiel überhaupt nicht habe, ist diese Branchenabgrenzung. Die habe ich nie gehabt im Hirn, die werde ich auch nie haben im Hirn. Bei mir sind es dann halt so Sachen, die ich überanalysiere, wie Symbolik und so weiter und so fort. Aber ich glaube auch wirklich,
womit man deine Argumentation mit dem Werwolf war vielleicht gar nicht so verkehrt. Aber ich würde es wirklich eher in diese Angst vor dem Fremden setzen. Denn solange ich Dinge katalogisieren kann und analysieren und einschätzen, solange machen sie mir vielleicht auch weniger Angst. Genau, dann kannst du es dir eher erklären, wenn du sagst, das gehört in Kategorie X. Also ist es schon mal nicht ganz unbekannt. Geht es dir denn auch so, also wie gesagt, du bist da glaube ich generell nicht ganz so schlimm wie ich, aber hast du das mehr bei Filmen, dass du auf sowas achtest, oder hast du das auch bei Büchern oder gar nicht? Das kann ich jetzt nicht auf das Medium beschränken. Das hängt damit zusammen, wie sehr ich mich damit beschäftige. Ich lese zum Beispiel sehr schnell und sehr viel und da rutscht viel auch einfach durch. Ich konsumiere es und denke nicht groß drüber nach. Aber wenn es mich wirklich interessiert und wenn es wirklich gut ist, dann analysiere ich das schon eher. Dann merke ich auch, dass ich brauche länger beim Lesen. Und bei Filmen ist es eigentlich genauso. Also ich gucke auch gerne mal wirklich schlechte Filme. Die laufen dann aber auch nebenher und da ist mir auch scheißegal, wie der Subtext ist, da will ich Spaß haben. Bei wirklich guten und auch anspruchsvolleren Sachen, da sitze ich auch schon mal eher da und konzentriere mich und versuche das dann irgendwie einzuordnen. Christian, kannst du dazu auch was sagen, so generell Überanalysieren von Werken, allgemein von Medien? Wie gesagt, bei mir persönlich ist es bei Literatur sehr schlimm, weil ich da halt aufgrund meiner beruflichen Laufbahn ein bisschen einen Blick dafür auch entwickeln musste und habe. Aber ja, generell diese überanstrengte Versuche, Dinge zu kategorisieren und zu analysieren. Konsumierst du Dinge einfach nur so, weil es dir Spaß macht, egal ob Filme oder Bücher, oder hast du da Genuss dran, wenn du da irgendwas dran finden kannst, zum Beispiel Symbolik oder irgendwas? Also ganz ehrlich, in aller Regel ist Filme gucken noch eher als Bücher lesen, tatsächlich in dahin plätschernde Unterhaltung. Das liegt auch an meinem Beruf. Ich mache jeden Tag höchst konzentriert Unterhaltung für andere Menschen, Kultur für andere Menschen in Form von Musik, von Orchestermusik auf einem hohen Level. Da beschäftige ich mich bis in die letzte Spitze eingehend mit allem, was dazugehört, während dann das Publikum, sei es ihm gegönnt, sich die Musik schlichtweg anhört und eben ja, genießt und wahrscheinlich auch nicht großartig analysiert. Und wenn ich dann heimkomme, habe ich nicht mehr den Kopf, mir irgendwas, sei es Hochgeistiges oder selbst wenn es hochgeistig ist, das dann mit einem gewissen Anspruch anzugucken. Ich will mich da gerne auch dann bedienen lassen, berieseln, beplätschern lassen. Das heißt jetzt nicht, dass ich nur ganz Primitives gucke oder so, aber ja, da bin ich dann eben im Zuschauerraum und möchte mir dann einfach mal was vorspielen lassen. Kann ich gut verstehen. Also mir geht's, wie gesagt, zum Beispiel bei den Filmen komplett so. Da habe ich überhaupt kein Auge für Details, für solche Sachen wie, warum hängt das Telefonkabel jetzt da, wo es hängt, wofür ja zum Beispiel Kubrick sehr berühmt war, dass er da so, und auch Hitchcock, dass die eben auf solche Details unglaublichen Wert gelegt hätten. Das fällt mir bei Filmen zum Beispiel überhaupt nicht auf. Aber bei Literatur bin ich da durchaus dafür, dass man da Symbolik, ich kann sie nicht übersehen, sage ich mal so. Also manchmal, wenn die Symbolik so mit dem Holzhammer kommt, wir hatten das bei Carrie, glaube ich, und bei anderen Geschichten auch, wenn man so drauf gestoßen wird, dann kommt man auch nicht dran vorbei. Aber so im Großen und Ganzen versuche ich doch einfach, wie du gesagt hast, das plätschern zu lassen, mich zu unterhalten zu lassen. Und da geht das dann schon. Ich meine, es gibt auch so plätschernde Filme, die dann einen Subtext haben, an dem man nicht vorbeikommt. Ich denke da zum Beispiel an den zweiten Nightmare on Elm Street Film, der so einen starken homosexuellen Subtext hat, dass man einfach nicht darüber hinwegsehen kann. Aber im Großen und Ganzen geht das schon. Okay, ich glaube, das ist auch eine ganz gute Überleitung, denn bevor wir zu den Büchern kommen, würde ich ganz gerne nochmal mit euch über ein Segment reden, wo er sich ein bisschen über die politische Dimension von Medien auslässt.
wir kennen das heutzutage, das war wahrscheinlich zu seiner Zeit noch nicht so krass, aber wir kennen es zum Beispiel mit der ganzen Killerspieldebatte. Aber eben auch, wie es schon seit jeher war, Indizierung von Filmen, weil sie meinetwegen gewaltverherrlichend sind oder irgendwas. Aber eben im Kontrast dazu die Medienfreiheit und die Verantwortung, die man als Autor oder als kreativer Mensch hat. Wie steht ihr denn dazu? Also es ist ganz ähnlich. Also ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht mehr ganz genau, welche Schlussfolgerung er am Ende gezogen hat. Ich weiß, dass er darüber diskutiert hat und letztlich in ähnliche Fahrwasser gerät. Man kann zu dem Schluss kommen, dass Horrorfilme, wenn es also vor allem dann jüngere Zuschauer sehen, zu schlechten Lebensverhältnissen, zu brutalen Menschen führen kann. Aber genauso untersucht er eigentlich dann auch die Möglichkeit, dass es sogar ein Ablassventil sein könnte, und auch in die Gegenrichtung arbeitet. Was ich in dem Hinblick ganz interessant fand, wir haben ja vorhin schon angesprochen, dass zum Beispiel diese politische Dimension gelegentlich auch den Horror ausmacht. Und in der Situation fand ich das ganz interessant, dass man ja auch ein bisschen so einen Altersunterschied hat zwischen den Leuten, die darüber entscheiden, was für Menschen tragbar ist und was nicht. Und dass da eben eine sehr große Altersdifferenz unter anderem auch herrscht. Er sagt zum Beispiel, er hat diese ganzen Bodysnatcher und so weiter nie als schlimm empfunden oder als extrem gruselig, sondern nur als gut und unterhaltsam. Und zum Beispiel Menschen, die eben innerhalb einer Kriegs- und Infiltrationssituation aufgewachsen sind und die halt durch ihr Alter diese Situation vielleicht ganz anders empfinden, die entscheiden dann für die andere, jüngere Bevölkerungsgruppe, dass die das jetzt gefälligst auch ganz schlimm zu finden haben. Was ja eigentlich genau dasselbe ist, genau diese Infiltration wieder, nur halt in die andere Richtung. Ich habe damit meine Probleme. Ich denke nicht, aus welchem Horrorfilm ist das? Aus irgendeinem Horrorfilm, wo dann gesagt wird, Horrorfilme machen keine Mörder, sie machen sie nur kreativer. Ich denke, das stimmt zumindest in dem Teil, dass das Genre, wir haben davon schon gesprochen, warum schreibt man sowas? Weil es in einem drinsteckt. Und ich denke, wenn es in einem drinsteckt, dann kann einem dieses Genre, wenn man Horrorfilme sieht oder Bücher liest, auch nicht mehr versauen. Es kann einen vielleicht ein bisschen kanalisieren, ein bisschen ja, dass man Dampf ablassen kann, aber ich denke jetzt nicht, dass es, wenn es in dir drin steckt, negative Auswirkungen hat. Wenn du damit aber nicht umgehen kannst, dann kann es schon sein, dass es nicht gut für dich ist. Genau, da würde ich dir auch vollkommen zustimmen und ich glaube, das ist auch ziemlich der Schluss, zu dem er kommt, dass er halt da keine allgemeingültige Aussage treffen kann, dass es immer eine Abwägung ist zwischen eben Verantwortung, die man selber als Schaffender hat, und der Eigenverantwortung des Konsumenten und dass man die niemanden abnehmen kann. Was ich in der Hinsicht, weil wir die Ventilthematik gerade nochmal hatten, da bin ich gerade über ein schönes Zitat gestolpert. Denn er schreibt, ja Leute, in das letzte Gefecht hatte ich die Möglichkeit, die gesamte menschliche Rasse auszulöschen. Und das hat Spaß gemacht. Verstehe ich. Ja, zu dieser Bevormundungsdebatte kann ich ein Erlebnis beisteuern, was es vielleicht ganz gut auch zeichnet mit, was ihr gerade gesagt habt, mit Verantwortung oder Eigenentscheidung. Ich bin nämlich mit meinem vierjährigen Sohn in einen ganz furchtbar gruseligen Horrorfilm gegangen. Ich hoffe, ihr seid vorbereitet und haltet euch jetzt fest. Ich sag euch gleich, welcher Film das war. War neu im Kino und zwar Disneys König der Löwen. Und wir durften nicht rein, weil er ab 6 ist. Und mein Sohn war 4. Ja, das ist ein interessantes Thema. Da habe ich mir auch dazu was aufgeschrieben. Er bezieht sich übrigens lustigerweise auch auf die ganzen Disney-Filme, auch vor allem auf die alten. Ich muss an dieser Stelle gestehen, ich war so ein Kind, dem das Probleme gemacht hat. König der Löwen war nur traurig, den fand ich jetzt nicht schlimm. Aber was mich zum Beispiel entscheidend verstört hat als Kind, war in Schneewittchen, in dem alten Schneewittchen-Disney-Film, die Hexe.
Die fand ich echt, echt schlimm und die hat mich lange verfolgt. Also es ist tatsächlich so, dass gerade die älteren Disney-Filme Elemente haben, die nicht unbedingt kindgerecht sind. Auch in Dumbo zum Beispiel oder sowas kommen Sachen vor, die man heute vielleicht besser nicht unbedingt kleinen Kindern zeigen sollte. Ja gut, deswegen setzen sie es eben tatsächlich zum Beispiel mindestens ab 6. Wir haben das damals auch, wir haben es eigentlich vorher schon gewusst. Es gab Berichte, was kommt da drin vor, und dass es auch eine, sagen wir mal, schwierige Szene gibt, in der eben dann der Vater Löwe eben stirbt und der kleine Simba dann daneben hockt und heult. Das ist sehr, sehr traurig und vielleicht wirklich für ein vierjähriges Kind schwierig anzusehen, dass da der Vater stirbt. Das haben wir schon verstanden. Also wir waren zumindest darauf vorbereitet, dass diese Szene kommen wird, dass aber der komplette Rest des Films im Großen und Ganzen okay sein wird, auch wenn die Löwen mal ein bisschen brüllen. Das ist ja doch alles in aller Regel eher ja unterhaltend und spannend. Also wir zumindest hatten, waren eigentlich sicher, dass unser Vierjähriger soweit war. Wir haben ja auch zu Hause Filme gesehen, wir haben Bücher vorgelesen und ja, also wir hatten eben nicht die Entscheidung. Der Kinobetreiber aus Sicherheitsgründen hat eben gesagt, nö, ab 6 und selbst wenn ihr dabei seid, ich will da kein Risiko eingehen. Naja, und das finde ich halt generell schwierig. Diese ganze Definition von Reife über Alter halte ich halt für generell vollkommen schwachsinnig. Und gerade wenn man so überlegt, zum Beispiel mit was für Märchen wir als Kinder groß geworden sind und mit was für Märchen Kinder heutzutage auch noch groß werden, das fängt an beim Struwwelpeter, wo dann beim Daumenlutschen auf einmal blutige Finger durchs Bild fliegen und solche Dinge. Das ist meiner Meinung nach, diese Definition übers Alter halte ich für vollkommen bescheuert. Aber ich finde es schon wichtig, dass sich Menschen, vor allem Eltern, informieren, sag ich mal, über die Dinge, die da passieren und die da vorkommen. Und vielleicht das Ganze eben nicht auf ihrer Ebene reflektieren, von wegen, ich bin jetzt groß und stark und mich interessiert das alles nicht, also ist das für das Kind auch nicht schlimm. Sondern eben wirklich auf der Ebene eines Kindes das reflektieren, was könnte der als schlimm empfinden. Und ich denke, da kennt jedes Elternteil sein Kind besser als jeder Kinobetreiber oder jeder Medienaufsichtsrat oder sonst was. Das sehe ich genauso. Ich meine, wenn ich mir mein Patenkind angucke, der ist jetzt 11. Also in dem Alter hätte ich mir keinen Horrorfilm entgehen lassen, auf den meine Finger gekriegt hätte. Und man sieht, was aus ihm geworden ist. Ja. Und bei ihm ist es so, der hat da überhaupt kein Interesse dran. Ich habe irgendwann, als er mal hier war, aus Spaß gesagt, er wollte einen Film gucken. Da habe ich gesagt, lass uns doch mal einen Horrorfilm gucken. Und dann hat er mich dann ernst angeschaut und hat gesagt, na gut, wenn du willst, dass ich heute Nacht gar nicht schlafe, können wir das machen. 1-0 fürs Kind. Ja. Und ich denke, das ist auch wieder das, es ist halt nicht in ihm drin. Das hatten wir ja schon. Und das ist überhaupt kein Problem. Also der Stephen King erwähnt ja auch die Grimms Märchen, die ich als sehr junges Kind vorgelesen bekommen habe. Dann ja erste, zweite Grundschulklasse. Ich konnte also lesen, habe in der Zeit sehr viele Bücher gelesen. Ja, so in Richtung 5 Freunde, Pippi Langstrumpf und sowas. Und Grimms Märchen. Meine Großeltern hatten da alte Bücher. Und was glaubt ihr, was da allein, erstens die Storys an sich, aber dann auch Abbildungen dazu. Also von einem der Auszug, das Fürchten zu lernen, und dann sind da wirklich 3 erhängte Gestalten am Baum. Halleluja, das habe ich also mit 7, 8 Jahren gelesen und angeschaut. Und das unbegleitet, und das ist der Punkt. Ich kann mich zum Beispiel in meiner Kindheit erinnern, wie gesagt, ihr wisst ja, ich bin im Osten aufgewachsen und bei mir war zwar auch Grimm sehr aktuell, also Grimm habe ich auch viele Sachen gehabt, aber ich bin zum Beispiel mit den ganzen slawischen Märchen aufgewachsen, also den ganzen russischen Märchen, den ganzen tschechischen Märchen, und da gibt es unter anderem eins, ich weiß leider bis heute nicht, wie es heißt. Da wird der König ist der Bösere, so grundsätzlich, und er wird so, er möchte das ewige Leben haben und erpresst dann halt Leute und will die kaputt machen und so weiter und so fort. Und am Ende wird er reingelegt, denn er bekommt gesagt, er müsse, um eben das ewige Leben zu erlangen, erst in einen Topf kaltes Wasser, eiskaltes Wasser, lauwarmes Wasser und dann kochendes Wasser springen.
Und genau dieses tut er dann und er verbrennt dann halt jämmerlich in seinen Topf, in den er halt freiwillig selbst reingesprungen ist. Und auch das ist so ein Märchen, das habe ich mit 5, 6 Jahren mal gelesen und das habe ich als Bild bis heute noch im Kopf. Also ja, Märchen, machen wir uns nichts vor, das sind altmodische Horror-Stories. Dass das so für Kinder heute immer gedacht wird, das war früher ja auch nicht so. Also wir haben jetzt vor ein paar Tagen, meine Frau ist Kinderpflegerin, sie arbeitet im Kindergarten, ist vom Fach und haben wir uns zufälligerweise über ein ähnliches Thema unterhalten und da ging es auch um Grimms Märchen. Da gibt es ja mittlerweile auch Verfilmungen, auch Verfilmungen, die dann in andere Richtungen gehen. Snow White and the Huntsman und solche Geschichten. Oh Gott, war das schlecht. Teilweise auch gruselig und so. Aber mir fiel dann ein, sag ich, wenn man die Originaltexte quasi 1:1 als Drehbuch nimmt und mit den filmischen Mitteln, die man heute hat, siehe Herr der Ringe und so weiter, wirklich voll auskostet, das werden furchtbar brutale Filme. Ja, auf jeden Fall. Da kannst du fantastische Filme daraus drehen. Und an der Stelle vielleicht, wer sich für sowas auch ein bisschen interessiert, es gibt unglaublich viele tolle Podcasts, die sich genau mit diesem Thema beschäftigen. Also auch unter anderem mit den Originalmärchen. Denn genau. Die wir so bekommen, die sind ja schon abgeändert in der tausendsten Illiteration. Wobei es auch schwierig ist, bei Märchen von Originalen zu sprechen, weil die ja schon zum Zeitpunkt, als sie niedergeschrieben wurden, im Zweifelsfall schon die tausendste Abwandlung hinter sich hatten. Aber das kann ich nur empfehlen, vielleicht auch mal in die Originale reinzuschauen. Da gibt's oder gab es zumindest den Märchenstunde-Podcast. Da gibt es leider keine neuen Folgen, aber die haben Märchen gründlich analysiert. Das gefällt Dela bestimmt auch. Die haben sehr viel Subtext rausgeholt. Ja, und die sind toll. Ja, das ist ein sehr unterhaltsamer Podcast. Also den kann man sich gerne anhören. Gut, dann würde ich sagen, haben wir auch diese Ebene des Ganzen ein bisschen abgeschlossen. Jetzt, wenn ihr nichts dagegen habt, würde ich noch kurz ein bisschen über die Bücher reden, die er empfiehlt. Und vielleicht habt ihr ja da auch ein bisschen was. Einen kurzen Zwischenstritt würde ich noch gerne einlegen. Und zwar haben wir ein Medium vergessen bis jetzt oder sträflich vernachlässigt, das heutzutage aber auch keine so große Rolle mehr spielt. Nämlich das Hörspiel, das Radiohörspiel. Und gerade in der Zeit, in der King aufgewachsen ist, gab es das auch noch viel. Das ist schon erwähnt, Twilight Zone, gab es zum Beispiel auch eine Radioserie mit übrigens sehr guten Hörspielen. Und King erwähnte es auch so hier und da mal so ein bisschen im Buch nebenbei. Heutzutage gibt es das auch noch, auch in Deutschland, bei irgendwelchen Spaten-Radiosendern. Ich bin da nicht so firm drin. Habt ihr schon Erfahrungen mit Horror-Hörspielen? Horror weniger, dann doch eher Krimi. Also ich bin ein ausgesprochener Radiomensch. Das ist, um es kurz zu machen, dann letztendlich das, warum ich auch beim Podcast gelandet bin. Aber auch als Kind, als Jugendlicher immer ein Radio gehabt. Keinen Fernseher eben, gab es damals nicht im Kinderzimmer. Die Eltern allenfalls ein Schwarz-Weiß-Fernseher, oben später einen Farbfernseher. Ich aber ein Radio, alles am Radio gehört, von Fußball bis Eurovision Song Contest, aber eben auch Hörspiele, ganz klar. Sowohl lustige kindliche Hörspiele, aber dann doch auch mal den einen oder anderen Krimi. Und das hat mich schon sehr gegruselt. Ich war noch recht jung, also ich kann mich erinnern an Mord in der Oper. Das hat mich besonders interessiert, weil auch damals schon als musisch Gebildeter wusste ich, was eine Oper ist. Und da betritt die Putzfrau den Garderoberaum einer Sängerin und dann ein gellender Schrei und allein dieser Schrei. Also ich war echt unter der Decke gehockt. Also jetzt kein Horrorfilm, aber für mich doch schon ziemlich gruselig. Ich kann das nachvollziehen auf einer sehr abstrakten Ebene. Ich muss aber persönlich sagen, ich habe da weder großartig Erfahrungen mit, weil, wie gesagt, zu meiner Zeit war das Genre schon mehr oder weniger ausgestorben. Ich glaube, die einzigen 2, 3 Hörspiele in dem Sinne, die ich mitgekriegt habe, liefen dann so nachts um 3 auf Deutschlandradio. Vielleicht kann sich da der eine oder andere noch erinnern. Kann auch Deutschlandfunk gewesen sein damals noch. Aber ich habe da relativ wenig mit zu tun gehabt. Aber mir persönlich fällt immer wieder auf, dass ich kein sonderlich audiovisueller Mensch bin. Man kann mir sehr schwer Gefühle vermitteln in Bildern oder in Tönen. Das hat bei mir noch nie funktioniert, deswegen bin ich zum Beispiel auch für
für Hörbücher überhaupt kein Kandidat. Ich brauche, um mein Kopfkino anzuschalten, wirklich Text. Das ist bei mir anders. Also ich war schon früher ein Kassettenkind, ich habe viele Hörspiele gehört und mache das auch heute noch und bin froh, dass man mittlerweile doch auch an archive.org oder an anderen Stellen des Internets viele klassische Sachen findet. Und es gibt auch Verlage, die so größere Radioproduktionen jetzt rausbringen in gut überarbeiteter Form. Und da entdeckt man echt wundervolle Hörspiele. Also ich finde das richtig schön. Ich finde auch schön, dass diese alten Sachen dann doch nochmal ausgegraben und zugänglich gemacht werden wieder. Ich glaube, bei mir fällt das auch persönlich so schwer. Erstens bin ich ein unglaublich geräuschempfindlicher Mensch. Es gibt nichts, was ich mehr hasse als Menschen und Kreaturen, die nur Geräusche machen, um Geräusche zu machen. Das finde ich furchtbar. Da kann ich auch regelmäßig Menschen dafür schlagen. Das ist das Erste. Zweitens reagiere ich da gelegentlich auch sehr empfindlich drauf, wenn zum Beispiel irgendwo eine Tür quietscht oder irgendwas. Von daher habe ich da einen größeren Leidensfaktor als einen Genussfaktor dran. Und das Nächste, was mich halt daran stört, ich bin Archivar. Wenn ich Dinge lese, kann ich sie mir merken. Wenn ich Dinge höre, sind die innerhalb der nächsten Sekunde wieder weg. Naja, das mit dem Leiden, das verstehe ich sogar ein bisschen. Also ich habe da auch teilweise bei manchen Geräuschen starke Probleme. Und ich habe oft, wenn ich im Wald meine Runde drehe, habe ich oft ein Hörspiel auf den Ohren. Und ich hatte da auch schon Erlebnisse, dass in dem Hörspiel, dass sie an einer Autobahn gestanden haben und man die Autos vorbeifahren gehört hat. Und jedes Mal bin ich zusammengezuckt und habe mich umgedreht. Also solche Sachen passieren natürlich auch, aber im Großen und Ganzen mag ich das eigentlich sehr. Ja, das Hören lässt ja genauso wie das Lesen einfach noch viel Raum für Fantasie, während das Bild uns eben dann ein Bild vorsetzt und dann eben die Fantasie nicht mehr so gebraucht wird. Kommen wir wieder zurück zu Psycho, wo er eben sagt, da wird eigentlich wenig Horror gezeigt und es ist trotzdem einer der spannendsten und gruseligsten Filme, weil er es eben nicht zeigt und im Hörspiel wird gar kein Bild gezeigt, da wird höchstens werden Klänge vermittelt. Und noch eine Stufe drunter ist das Buch. Da kann ich mir auch meine eigenen Klänge vorstellen, meine eigenen Bilder. Aber wir machen ja auch Podcast. Also diejenigen, die uns zuhören, sind da, glaube ich, genau die richtigen, die wir ansprechen. Weil sie hören, könnten ja auch vielleicht ein YouTube-Video zu dem Thema gucken. Weiß nicht, ob es sowas gibt. Aber das Hören ist schon eine tolle Geschichte. Es lässt einfach noch Raum für Fantasie. Denke ich auch. Und er hat ja auch noch ein anderes Beispiel für diesen Raum für Fantasie. Ein Film, der auch lange oder ja in manchen Fassungen auch immer noch indiziert ist in Deutschland. Blutgericht in Texas, also The Texas Chainsaw Massacre. Immer noch indiziert, ernsthaft? Es gibt noch Fassungen, ja. Also man kann ihn kaufen mittlerweile, aber das ist dann eine geschnittene Fassung. Der Inzest ist ziemlich rausgenommen. Mhm. Aber auch der wird ja nicht gezeigt. Und auch trotz des Titels ist der Film gar nicht so wirklich so blutig, sondern die ganze Thematik und das, was nicht gezeigt wird, sind das, was diesen Film auch ja so erschreckend machen. Mhm. Naja, wie gesagt, was ich immer wieder feststelle, ich habe wahrscheinlich gerade für Ton eine viel zu lange Verarbeitungszeit. Das heißt, bis das Gefühl, dass mir das vermitteln möchte, bei mir angekommen ist, habe ich schon wieder vergessen, warum ich dieses Gefühl haben sollte. Und bei Text ist das halt anders. Bei Text empfinde ich fast immer relativ direkt, was ich da empfinden soll. Also mir geht's fast andersrum. Vielleicht liegt's auch wieder an dem Beruf des Musikhörens und langsame Musik, wo man auch wirklich eine Muse dazu haben muss, ohne schnell zu sagen, langweilig zu sein. Aber ein verblüffender Effekt, ich habe auch jetzt, während ihr gesprochen habt, ein bisschen nachgedacht. Ich habe nämlich das Dans Macabre nicht komplett gelesen, sondern teilweise, wenn ich im Zug gesessen bin und da sitzen dann immer die schwäbischen Hausfrauen, so nenne ich sie, die sich lautstark über alles unterhalten und da ist bei mir Lesen nicht mehr möglich. Dann setze ich meine Kopfhörer auf und diese Google Books App, auf der ich das Buch drauf habe, die ist auch in der Lage, den Text vorzulesen. Also es ist kein Hörbuch von dem Schauspieler eingesprochen, sondern eher eine langweilige Computerstimme, verblüfft gut gemacht, aber die liest nicht so schnell vor, wie wenn ich lesen würde. Also es hat dann einfach länger gedauert.
Komischerweise sind mir aber die Teile fast eher noch im Gedächtnis als das, was ich gelesen habe. Es mag aber auch daran liegen, dass ich dann beim Lesen manch Geschwafel von King dann sehr schnell überflogen habe, weil ich einfach das nicht alles konsumieren konnte. Ich glaube wirklich, dass das viel von Rezeptionsverhalten zu tun hatte. Da ist, glaube ich, auch wirklich jeder Mensch anders, der andere Funktionsweisen hat. Also wie gesagt, ich kann das auf einer abstrakten Ebene vollkommen nachvollziehen, dass so Hörspiele oder solche Dinge sehr, 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 sehr gut darin sind, Gefühle zu vermitteln. Es klappt halt nur bei mir nicht. Und bei mir würde ich das gar nicht am Medium festmachen. Also wenn Geschwafel in ein Buch kommt oder in einem Hörbuch oder in einem Hörspiel oder in einem Film, dann blende ich das aus, ganz egal, was es ist. Und wenn ich mich darauf einlassen kann und wenn es Gefühle weckt, dann ist es aber auch egal, ob es jetzt ein Hörspiel ist oder ein Comic oder was auch immer. Also ich bin da scheinbar flexibel. Okay. Gehört ihr zu denen, die Podcasts in einer schnelleren Abspielrate anhören? Nein, ganz vorstellig. Ja. Ich auch nicht, 2-1. Und vor allem gehöre ich zu den Menschen, die keine Podcasts hören können zwischendrin. Sondern wenn ich einen neuen Podcast finde, ich muss, und das ist mir ein innerer Zwang, ihn von der ersten Folge anhören, damit ich alle Insider-Geeks verstehe. Das geht mir leider auch so. Leider, weil ich dann irgendwelche Podcasts finde, die 200 Folgen draußen haben, mit Stunden lang. Also naja. Mein Top-Podcast sind momentan 310 Folgen. Geht doch noch. Ich habe irgendwann mal den englischen Dead Lantern Podcast nachgehört. Die waren dabei, ja, 250 Folgen. Teilweise aber auch wirklich extrem lang. Ja, da habe ich ein bisschen gebraucht. Sind wir so auf Level Vogonen oder sind wir drunter? Unterschiedlich. Also mittlerweile bei den aktuellen Folgen drunter, aber die hatten damals doch schon ziemlich lange. Also nur um euch das Ausmaß meiner Zwangsstörung in der Hinsicht ein bisschen klar zu machen, ich habe es wirklich durchgezogen, mir 100 Folgen Vogonen, die jeweils im Schnitt so um die 5-7 Stunden lang sind, alle, und zwar nacheinander anzuhören, weil ich das nicht ertragen konnte, dass ich damals mittendrin eingestiegen war. Ich hätte gerne deine Zeit. Ja, ich hätte meine Zeit eigentlich auch gerne, bloß blöderweise mache ich halt in der Zeit dann auch irgendwas anderes. Das fehlt mir gerne. Ich hätte dieselbe Zeit, die ich in Podcasts investiere, gerne für Lesen. Weil bei Lesen brauche ich leider meine komplette körperliche und geistige Aufmerksamkeit. Beim Podcast brauche ich die leider nicht. Das geht mir so ähnlich. Also ich habe Podcasts eigentlich den ganzen Tag im Ohr während der Arbeit. Das ist überhaupt kein Problem. Aber zum Lesen oder auch dann auch bei Hörspielen, das geht dann nicht so. Da muss ich mich schon eher konzentrieren. Und da ist bei mir immer ganz großer Alarm, wenn König, Bube, Dame, Gastpodcast angesagt ist und ich ein Buch lesen muss, in Anführungsstriche, leiden meine Podcast-Hörfolgen unheimlich und ein riesiger Stau landet auf meinem Podcatcher, weil ich eben auch nicht lesen und hören gleichzeitig kann nur eins und dann lese ich eben, klar, und lese auch gerne und bereite mich drauf vor und ja, dann bleiben die Podcasts halt liegen. Ja, das kenne ich. Und bei mir kommt da noch dazu, ich höre halt sehr unterschiedlich, also einerseits deutsche Podcasts, aber auch englischsprachige. Und was mir ganz extrem immer auffällt, wenn ich zum Beispiel mit der Arbeit momentan sehr viel mit englischsprachigen Kunden zu tun habe, ich fange irgendwann an, Englisch zu denken. Und dann fällt es mir unglaublich schwer, dem deutschsprachigen Podcast in irgendeiner Form folgen zu können, weil ich immer denke, was reden die da eigentlich für eine Sprache, was ist das? Das ist eine schöne Geschichte. Heute ist Abschweifen erlaubt. Das ist ja wieder was in, also beim Horror reden wir ja sowieso von irgendwelchen Dingen, die in unserem Hirn ablaufen, die wir auch gar nicht so beeinflussen können. Und wie vielleicht viele wissen, habe ich ja mal einige Jahre in Südafrika in Kapstadt gelebt. Da gibt es den Linksverkehr für die Autos. Man fährt also auf der linken Straßenseite, das Lenkrad ist auf der rechten Seite des Autos. Und man gewöhnt sich erstaunlich schnell dran, auch damals, das hat nicht lange gedauert, das hat alles ganz gut funktioniert. Man steigt eigentlich auf der rechten Seite ein, man fährt auf der linken Straßenseite, man macht da echt nicht viel falsch. Das lief über Monate prima und dann hat sich's ergeben, dass die deutsche Kirche in Kapstadt mich engagiert hat, dort Blockflötenunterricht zu geben. Ich fahre also dorthin mit meinem VW Käfer, die fahren da immer noch rum. Jetzt auch nicht mehr so, aber damals war das noch normal.
Fahr auf den Parkplatz, es ist eine deutsche Kirche, es sind deutsche Kindergärtnerinnen, alles ist extrem deutsch, so wie hier. Also es ist wie wenn man sich, so wie Raumschiff Enterprise, plötzlich nach Deutschland gebeamt wurde. Gerade noch rein englisches, südafrikanisches Leben und dann bist du in dieser Oase, gibst Flötenunterricht, unterhältst dich mit den Muttis und. Geh raus auf den Parkplatz und steige prompt auf der linken Seite ins Auto ein. Was mir bisher nie passiert ist. Weil einfach mein Hirn komplett auf Deutsch umgeschaltet hat, inklusive Auto. Das war ganz, ganz klarer Fall. Ja, und so lächerlich das klingt, aber so sehr ein Abschweifer ist das meiner Meinung nach gar nicht. Denn ich glaube, genau dieser Modus, in den wir unser Hirn versetzen, durch unsere Gewohnheiten und so weiter und so fort, genau dadurch wird ja alles, was uns aus unserer Routine rausreißt, im Zweifelsfall zum Horror. Auch wenn das jetzt mit dem Auto jetzt nicht als schlimm empfunden wurde, aber das sind Dinge, die uns im ersten Moment verstören, weil wir auch irgendwo an uns selber zweifeln, warum wir auf einmal Dinge, die immer funktioniert haben, jetzt plötzlich nicht mehr können. Ja, mir war dann eben klar, dass das mit diesem Links- und Rechtsverkehr einfach im Gehirn funktioniert, ohne dass ich viel nachdenken muss. Und dann eben durch diesen Ausflug quasi heim nach Deutschland, auch wenn es nur dort eine Kirche war, hat einfach alles wieder zurückprogrammiert. Ich glaube sowieso, dass im Gehirn sehr viel auf, ja, einfach läuft, ohne dass man darüber nachdenkt. Gerade wie du sagst, Autofahren. Ich setze mich ins Auto und fahre los. Wenn ich darüber nachdenke, was ich da mache, weiß ich auf einmal nicht mehr, wie es geht. Das ist alles so drin. Das ist vielleicht wieder diese, passt wieder zum Werwolf, den wir vorhin hatten. Diese Verwandlung. Man ist so in seinem, ja, Status quo gefangen, dass jede kleine Änderung einen plötzlich rausreißen kann. Genau, das ist auf jeden Fall, das ist halt der Horror, der uns im Alltag so begegnen kann. Und wenn es nur so kleine Dinge sind. Wir waren ja beim Radio, wenn ich mal wieder den Zitieronkel machen darf, habe ich auch eine, ja, ziemlich verrückte oder ja, ungewöhnliche Stelle gefunden. Das ist eigentlich eine Fußnote, ein Sternchen. Also er hat eben vorher über Radio und Hörspiele und alles doziert, was ja Dela vorhin eben auch noch angesprochen hat, und endet im Prinzip mit, jetzt zitiere ich aus dem Buch, oder was ist mit Hitler? Die meisten von uns assoziieren ihn heute mit Filmausschnitten in Dokumentarsendungen, vergessen aber, dass Hitler das Radio in den 30er Jahren ohne Fernsehen mit einer bösen Brillanz benützte. Ich würde vermuten, dass 2 oder 3 Auftritte in Meet the Press oder 60 Minuten mit Mike Wallace als Talkmaster Hitler sehr wirkungsvoll den Garaus gemacht hätten. Zitat Ende. Also er beschreibt da, dass also da auch das Medium Radio bewusst benutzt wurde und ja diese, ja, tragikomische, furchtbare Figur des Hitlers, wenn der in einer heutigen Talksendung persönlich mit seinem Aussehen, mit seinem Gebaren da aufgetreten wäre, dann hätten ihn eben die Talkmaster in der Luft zerrissen. Und im Radio geht es nicht, da sieht man das Bild nicht und wurde eben auch gezielt eingesetzt. Radio leider auch in dieser furchtbaren Art und Weise. Zitat hatte ich auch, nur mit einem anderen, mit anderer Intention. Ich habe nämlich darüber nachgedacht, über Trump. Und habe gedacht, King, du liegst falsch. Da kann sich ein lächerlicher kleiner Hansel hinsetzen und einen Scheißdreck reden und trotzdem wird er zum Präsidenten gewählt. Also ich stimme dir dazu. Ich glaube aber, das ist wieder, und da spiele ich jetzt mal den Kulturpessimisten, eine Entwicklung. Das hätte, glaube ich, vor 50 Jahren in der Form wahrscheinlich so nicht funktioniert. Also ich würde King an der Stelle recht geben, dass zu Zeiten 30er Jahre und dieser Dinge wohl noch ein anderes, in Anführungsstrichen, Anspruchsdenken oder vor allem eben an Äußerlichkeiten und so weiter bestand, aber auch für Pathos und solche Dinge, glaube ich, dass das zu der Zeit seine Theorie durchaus getroffen hat. Aber ich glaube, dass sich die Theorie mittlerweile selbst überholt hat. Ja, stimme ich dir natürlich zu. Ich denke auch, dass das 1980 noch tatsächlich so war. Aber ich finde diese Entwicklung irgendwie, ja, gleichzeitig beängstigend und auch irgendwie doch lustig. Also ich denke, dass Trump nur mit Radio noch mehr, aus seiner Sicht, noch mehr Erfolg hätte wie mit dem Fernsehen.
Die Bilder, die man von ihm sieht, jetzt sehe Karnevalswägen und so weiter, er wird ja aufgrund der Optik eigentlich permanent zerrissen, sei es die Haare, sei es sein Schmollmund, die Karikaturisten nutzen das alle aufgrund der Bilder. Wenn sie diese Bilder nicht hätten und diesen Mann nur am Mikrofon hören würde, ich fürchte, wir hätten wirklich schon wahrscheinlich einen schlimmen Krieg. Stimme ich dir zu, würde ich vollkommen mitgehen, ja. Na gut, dann würde ich sagen, verlassen wir die audiovisuelle Schiene und kommen noch mal kurz zu den Büchern, die King empfiehlt. Denn an der Sektion hatte ich persönlich den größten Spaß im ganzen Buch. Denn das, was er meiner Meinung nach mit den Filmen versaut, das reißt er mit den Büchern wieder raus. Er empfiehlt einige Autoren und ich weiß nicht, ich frage mal in die Runde, habt ihr von den empfohlenen Autoren irgendwen irgendwann mal gelesen? Ja. Kann es nicht genau beziffern, vereinzelt. Ich habe nun auch wirklich längst nicht so viel gelesen wie ihr, da vermute ich mal stark, aber das meiste nicht. Also er fängt an mit den Klassikern, er fängt an mit Mary Shelley, er fängt an mit den Frankenstein-Geschichten, er fängt an mit Dracula natürlich, auf den er sich ja schon in den Filmen bezieht, aber er geht halt auch zu einem großen Teil auf die zeitgenössische Literatur ein. Und gerade da fand ich einige hübsche Empfehlungen, die ich selber nicht kannte, die ich dann nach Dance Macabre selber gelesen habe und sehr toll fand. Er bezieht sich zum Beispiel auf Spuk in Hill House. Werde ich euch entsprechend verlinken. Das ist ein sehr schönes Buch. Er beschreibt da eben sehr gut diese Vorbestimmung und dieses Element der Paranoia und so weiter und so fort. Und da muss ich sagen, das fand ich ein ziemlich tolles Buch, was er da empfohlen hat. Das kann ich euch auch ans Herz legen. Vor allem, wenn ihr so wie ich seid und gerne so mit Symbolik und so weiter rumspielt. Das kann ich dir zustimmen. Ich kenne das Buch auch von Shirley Jackson. Das ist ein sehr schönes. Ich habe hier mal wieder den Anhang aufgeschlagen, wo er Bücher aufzählt. Und das sind einige Autoren und auch einige Bücher dabei, die ich kenne und die ich sehr mag. Er führt zum Beispiel Robert Bloch auf. Wir hatten ja Psycho vorhin schon. Und der hatte zum Beispiel das Buch geschrieben, auf dem Psycho basiert. Er schreibt viel über einen meiner Lieblingsautoren, Ray Bradbury. Da weiß ich jetzt nicht, wie viel ob ihr von ihm was kennt und wie viel. Leider nicht sehr viel. Ich habe mir immer vorgenommen, das mal anzufangen. Ich habe damals nur Fahrenheit, ich glaube, 351 gelesen. Das fand ich jetzt nicht so doll, aber das ist auch in der Konkurrenz zwischen Huxley und Orwell untergegangen. Denke ich auch. Also gerade was er auch empfiehlt, Something Wicked This Way Comes, auf Deutsch, Das Böse kommt auf leisen Sohlen, ist ein sehr schönes Buch. Kann ich also wirklich empfehlen. Andere Autoren aus der Liste sind zum Beispiel Ramsey Campbell, Demons by Daylight, ich weiß jetzt das Buch auf Deutsch gelesen habe, ich weiß aber nicht mehr, wie es auf Deutsch hieß. Roald Dahl, in den wage ich mich momentan ran, der ist ja auch ein recht bekannter Autor. Wobei ich an der Stelle, also du fängst mit ihm gerade erst an, habe ich das richtig verstanden? Ich habe erst wenig von ihm gelesen, ja. Bei ihm fällt mir das sehr schwer, den als in irgendeiner Form Horror thematisch einzuordnen. Vielleicht habe ich immer nur die falschen Sachen gelesen, aber bei Dahl kann ich vielleicht Abstrusitäten erkennen, aber kein Horror. Ja, würde ich dir sogar zustimmen. Damit sind wir wieder bei der Abgrenzung des Genres. Ich würde sagen, es fließt etwas Fantastik rein und dabei würde ich es dann auch schon belassen. Okay. Naja, was mir noch sehr gut gefallen hat, er spricht sehr viel über Harlan Ellison. Von seiner Buchbesprechung selbst, die er da so gibt, er bezieht sich auf die Kurzgeschichte Kroatoren, konnte ich mir jetzt nicht so richtig viel drunter vorstellen. Ich habe mir dann diese Kurzgeschichte mal geangelt und fand die so semi-gut, die war nicht schlecht, aber sie war ganz okay. Hab dann aber, weil mir das zu teuer war, mir die einzelne Kurzgeschichte zu kaufen, habe ich mir einen Sammelband von ihm geholt. Und der war chronologisch geordnet, also auch so nach Erscheinungsdatum. Und da muss ich sagen, die ersten Kurzgeschichten von Harlan Ellison, die er so geschrieben hat, die sind unglaublich fantastisch. Die sind unglaublich geil, schrecklich verstörend teilweise, sehr, sehr gewalttätig auch. Aber das ist nicht mal unbedingt das, was einen Angst macht,
sondern vor allem so Dinge KI und übergeordnete Intelligenzen und reiner, purer Sadismus, der sich nicht nur körperlich, sondern vor allem auch psychisch niederschlägt. Also Harlan Ellison, gerade die ersten 2, 3, 4 Kurzgeschichten, die sind fantastisch. Die kann ich euch echt, echt, echt ans Herz legen. Stimme ich vollkommen mit dir überein. Der Mann ist ein wirklich guter Autor. Auch viel im Science-Fiction-Bereich. Die wahrscheinlich beste oder in vielen Listen das beste aufgeführte Episode von Raumschiff Enterprise stammt übrigens auch von ihm. Griff in die Geschichte. Andere Autoren, die er hier hat, sind zum Beispiel Daphne de... Ja, wie wird sie denn ausgesprochen? Moyer. Übrigens ein fantastisches Buch, zu dem ich auch noch mal was sagen muss. Gerne. Nee, sprichst du erstmal weiter und ich schlage mich dann ein. Ich wollte nur erwähnen, dass sie wahrscheinlich gar nicht so bekannt ist, aber dass sie viele Vorlagen für Hitchcock-Filme geliefert hat. Unter anderem auch die Vögel. Ich ehrlich gesagt gar nicht weiß, warum das war, ob sie Hitchcock-Vorlagen geliefert hat oder ob ihr, also ich weiß leider nicht, wie sie zeitlich einzuordnen ist. Die Bücher waren vorher. Okay, gut. Ja, Daphne du Maurier, vor allem Rebecca, das Buch. Fantastisches Buch, kann ich euch aus reinster Liebe ans Herz legen. War eines der allerersten Begegnungen mit Literatur, die ich so hatte in meinem Leben. Und der Witz ist, dass ich über, ja, lasst mich nicht lügen, aber bestimmt 17 bis 20 Jahre lang bei Rebecca eine Mischung aus King's Misery, und ich beziehe mich jetzt explizit auf Misery und nicht auf sie, sondern das Buch im Buch, was ich zufälligerweise vorher gelesen hatte. Und 20 Jahre lang war in meinem Hirn das Buch von Rebecca und ihrer Geschichte vollkommen verknüpft mit dem Buch aus in Misery. Das kann ich sogar irgendwie verstehen. Weil der Stil der gleiche ist. Es ist dieses gleiche Südstaaten-Romantik. Wie heißt es? Nicht Fackeln im Sturm, sondern vom Winter verweht und so weiter. Diese Gewalttätigkeit, diese unterschwellige, aber auch dieses viktorianische Werte und der ganze Blödsinn, der da so dranhängt. Und im Vergleich dazu halt bei Misery eben diese Bienengeschichte zum Beispiel. Ich will jetzt nicht zu viel spoilern, aber das war für mich, ist das immer in meinem Hirn zu einem Buch verschmolzen. Und als ich jetzt vor ungefähr einem halben Jahr Misery nochmal gelesen habe, weil wir ja einerseits das Buch sowieso selber nochmal besprechen, aber andererseits auch eine Folge mit den Filmpodcast von den Kulturpessimisten vorhatten, in dem Kontext habe ich halt das Buch nochmal gelesen. Und da ist mir erstmal aufgefallen, dass das ja gar nicht dasselbe Buch ist. Du hast Crossover-Verknüpfungen, die nicht da sind. Das ist auch lustig. Das habe ich regelmäßig. Also bei Büchern ganz extrem. Da kommt dann halt das kleine Sortieräffchen im Hirn mal durcheinander. Andere Autoren, die er erwähnt, sind zum Beispiel ziemlich bekannt William Golding, Herr der Fliegen. Ein Buch, das ich auch sehr mag. Erkläre mir das Buch. Ich habe das Buch nicht verstanden. Ich wollte das gerne mögen. Ich wollte das wirklich gerne mögen. Aber ich bin da nie rangekommen. Ich mag es vielleicht, weil ich hier Symbolik zum Teil ausblenden kann und mich auf die Geschichte konzentrieren. Das kann durchaus sein, ja. Das Buch ist nämlich mit Symbolik extrem überlastet und ich glaube, das könnte ein Problem für dich sein. Das ist insofern ein Problem für mich, weil die Symbolik nicht konsequent durchgezogen ist. Er streut 1000 Symbole, aber er führt sie nie zu Ende. Christian, hast du irgendeinen Einsatz dazu erstmal zu irgendwelchen dieser Dinge, die wir genannt haben? Nun, wie gesagt, die allermeisten Bücher habe ich nicht gelesen. Von daher kann ich da jetzt nicht so viel dazu sagen. Aber wiederum fand ich es generell in dem ganzen Buch Dans Macabre, aber auch in diesem Abteilung Literatur, zumindest faszinierend, dass ich von vielen Büchern gehört habe, beziehungsweise vielleicht dann die Filme gesehen habe. Und dass man, das ging uns ja jetzt hier in der Sendung auch immer wieder mal, da doch immer wieder erfährt, Mensch, zu diesem Film gab es 1930 schon mal ein Buch oder andersrum eine Erstverfilmung und dann erst ein Buch. Und da hat folgender Autor noch mitgemischt, also Dinge, die man so im Hintergrund gar nicht wissen kann. Zum Beispiel eben auch, dass Stephen King wohl eben an einem von diesen
Star Trek-Filmen mal beteiligt werden sollte und eben so Hintergrundgeschichten und die Zusammenhänge. Also wie gesagt, ich kenne die meisten Bücher dann doch nicht, weil ich nicht so viel zum Lesen komme. Aber man hat ja von den Büchern gehört, Herr der Fliegen genauso. Ich habe es nicht gelesen, weiß aber, dass es das gibt. Und das fand ich dann zumindest wieder vom Lesen her von diesem Buch interessant, dass man da Zusammenhänge erkennen kann, wie es wirklich gewesen ist. Finde ich auch zum Beispiel die schon erwähnten Körperfresser. Dachte ich immer, okay, das ist ein Hollywood-Film aus den 50ern. Dass da ein Roman von Jack Finney zugrunde liegt, war mir auch neu. Den werde ich vielleicht auch demnächst mal suchen. Also generell stimme ich dir da auch durchaus zu. Ich fand das faszinierend, dass King so einen wirklich auch breit gefächerten Ansatz in seinem Literaturgeschmack hat, wo er durch seinen Filmgeschmack sich relativ konzentriert auf zwei, drei Themen, zumindest wie ich das so empfunden habe. Also gerade die Buchsektion innerhalb des Buches, die kann man schon fast als wirklich relevante und wirklich zu akzeptierende Empfehlungsliste lesen. Und ich finde es auch wirklich beeindruckend, was für ein wirklich breit gefächertes Wissen und welche Verbindungen er da zieht. Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Also ein ganz toller Bezug auch in dem Buch, wirklich auch Zitat, ganz kurz. Er bezieht sich auf Jahrmarktsfahrten, also hier Oktoberfest oder Dom, also Achterbahnen alles andere, was da so an Show Fahrgeschäften gibt. Und er schreibt, Jahrmarktsfahrten, die einen gewaltsamen Tod nachahmen. Wow. Mhm. Jetzt weiß ich, warum Achterbahnfahren so spannend ist. Kann ich aus Gründen nicht mitreden, kann ich aber auf einer abstrakten Ebene verstehen. Ja klar, du wirst da hin und her gewirbelt, du fährst an eine Wand dran und im echten Leben würdest du an diese Wand dran klatschen und nicht mehr gut aussehen und auf dem Jahrmarkt dreht dann aber diese Kabine im letzten Moment noch um, also etwas, was ein Auto zum Beispiel nicht könnte. Und ja, du bist eigentlich ständig in quasi einer Todesangst. War mir ehrlich gesagt überhaupt noch nie so in dem Sinn bewusst. Da muss erst der Stephen King kommen und das mit einem so einem Satz mal so auf den Punkt bringen. Auf jeden Fall. Ja, dieser Spaß an der Angst ist sowieso etwas, das ich kann es verstehen, auch zum Beispiel bei Bungee-Jumping oder sowas, das ist ja ähnlich aufgebaut. Aber das ist etwas, worüber man eigentlich gar nicht nachdenkt, großartig. Das finde ich, hast du recht. Okay, ansonsten hätten wir noch ein paar Anmerkungen. Er erwähnt unter anderem in seiner Buchsektion jetzt noch ein paar wenige Bücher, unter anderem Die Verführten von Thomas Cullinan. Bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht damit warm geworden. Da muss man, glaube ich, Ami sein, um das zu verstehen, das Buch. Wurde dann später auch verfilmt. Ist aber eben auch so eine Bürgerkriegsgeschichte zwischen Minderjährigen und die dann einen Soldaten finden und ein Kerl unter, ich glaube, zehn jungen Mädchen, die sich dann darum streiten und eben innerhalb ihrer, es ist eigentlich genauso wie Herr der Fliegen. Es ist eine eigene kleine Gesellschaft, die unter ihrer eigenen Last zusammenbricht. Ich weiß nicht, Flo, hattest du das zufällig auch gelesen? Nein, das gehört zu den wenigen, die ich noch nicht gelesen habe. Okay, musst du auch nicht. Also das ist, glaube ich, wenn man eine politische Betrachtung und eine kulturhistorische Betrachtung der USA haben möchte, kann man daran vielleicht Spaß haben, aber ich hatte keinen. Und als letztes ist mir noch aufgefallen Matthew Lewis mit Der Mönch. Das ist zum Beispiel ein Buch, da habe ich mich im Literaturstudium schon durchgequält. Fand ich damals schon scheußlich, finde ich immer noch scheußlich. Hat aber durchaus die eine oder andere hübsche Symbolik und auch einige sehr hübsche Zitate, damit ihr euch drunter was vorstellen könnt. Im Prinzip ist es eine klassische Faustgeschichte. Wir haben auch hier wieder die Thematik Vergewaltigung, Muttermord und am Ende als Auflösung eine Hölle, die einen selbst nicht will. Ich möchte noch gerade so ein paar andere Autoren aufzählen, die er in der Liste hier hat. Charles L. Grant, also Autoren, die man vielleicht kennt oder vielleicht auch mal reinschauen sollte. James Herbert, der wunderbare Fritz Leiber, der ja auch durch viele Fantasy, also wirklich Sword and Sorcery-Geschichten bekannt geworden ist. Dann sehr oft erwähnt und auch wirklich lesenswert, Richard Matheson. Oh ja. Der hat auch viele
Geschichten geschrieben, die man auch in Verfilmungen kennt. Ich bin Legende zum Beispiel. Ist ja mehrfach verfilmt worden, zuletzt mit Will Smith. Oder The Shrinking Man. Schlecht. Ja, das stimmt auch. Also Matheson hat schon einige sehr schöne Sachen gemacht. Ira Levin, der zum Beispiel Rosemary's Baby geschrieben hat. Und was ich vorher auch nicht wusste, The Stepford Wives, also die Frauen von Stepford. Das ist auch wieder so dieses klassische Austauschthema der 50er ist. Dann hätten wir noch, ja gut, er erwähnt hier Anne Rice in seiner Liste, da kann man sich drüber streiten. Auch Autoren wie Ian McEwan habe ich einiges gelesen, bin ich nicht so mit warm geworden, oder Joyce Carol Oates. Was vielleicht noch eher was ist, ist Peter Straub, auf den kommen wir später noch intensiver zu sprechen. Der hat mit King zwei Bücher zusammengeschrieben. Und der gute Theodore Sturgeon. Das ist ein Autor, der auch in Deutschland nicht so bekannt ist. Den könnte man sich auch mal angucken. Der letzte in der Liste hier ist John Wyndham. Der hat zum Beispiel The Day of the Triffids geschrieben. Die Triffids gibt es, glaube ich, auch eine ganz alte britische Verfilmung von. Ist auch interessant. Also das könnte man sich auch mal antun, wenn man auf sowas steht. Ist aber auch ein bisschen mehr Science-Fiction als Horror. Mhm, okay. Gut, ich glaube, dann haben wir die Literatursektionen so gut wie durchgenudelt. Die müsste jetzt eigentlich relativ erschöpfend behandelt sein. Oder habt ihr noch irgendwelche Ergänzungen? Naja, was Flo eben gemacht hat, ist ja letztendlich auch schon in den Anhang reingeguckt, denn der letzte Teil ist ja ein sehr ausgiebiger Anhang eben mit Aufzählungen von Autoren, Büchern, Filmen, wo man sich also auch ganz gut orientieren kann, wenn man da Interesse hat, zumindest zum Stand des Zeitpunkts, wo King das geschrieben hat, aber da ist ja doch eine ganze Menge drin und das ist sicherlich auch ganz handlich. Und was mich dann am Schluss noch erstaunt hat, also im Verlauf des Buches hat er einen ja zugeschüttet mit Autoren, Büchern, Filmen, vieles, von dem ich auch gehört oder gelesen oder gesehen habe, wo ich dachte, meine Güte, was es alles gibt und ich doch auch viel mehr gesehen habe und gelesen habe, als ich dachte. Und dann denkt man, naja, mehr kann es nicht geben. Und ganz am Schluss schreibt er dann, ja, jetzt habe ich eine ganze Menge geschrieben, aber ich habe noch ausgelassen diesen, diesen, diesen und jenen und das wäre noch zu viel geworden, dachte ich, ach du große Güte, stimmt, da gibt es noch viel, viel mehr. Das ist das Schlimme. Ich glaube, wenn ich dieses Buch schreiben würde, das ist genauso wie bei mir mit den Zitaten. Ich habe eigentlich für jede Sendung mindestens 4 Seiten Zitate aus unterschiedlichsten Büchern. Und wenn ich so eine Empfehlung schreiben müsste oder so ein Buch über Bücher, ich glaube, mein Anhang zu Büchern wäre länger als das komplette eigentliche Buch. Das ist das große Problem. Was wählt man aus, wenn man sowas schreibt? Und King hat sich ja hier so tatsächlich nur auf diese 50er bis 70er Jahre beschränkt. Die Entwicklung, die es seitdem gegeben hat, die wäre nicht mehr einzufangen. In Horrorfilmen ging in den 80ern die Slasher-Welle los. Also A Nightmare on Elm Street, Freitag der 13., Halloween und so weiter. Später hatten wir Zombies, wir hatten die ganzen japanischen Horrorfilme und jetzt diese, ja, Gore-Filme wie Saw oder sowas. Die Entwicklung im Fernsehen hat sich ja mehrfach überholt. Vielleicht ist das Hörspiel ein bisschen rausgefallen, aber dafür kommen Computerspiele jetzt dazu, die man ja auch als Genre-Erzählung aufzählen müsste. Und die Literatur ist auch nicht wichtiger geworden in dieser Zeit. Also ich glaube, heute das noch eine Auswahl zu treffen, wäre noch viel, viel schwieriger. Also dann hören wir uns wieder, wenn Dance Macabre Teil 2 erschienen ist. Ich glaube, mittlerweile ist King in dem Alter, wo er nicht mehr im jugendlichen Wahnsinn sich an so ein Projekt in irgendeiner Form ranwagen würde. Und vielleicht ist das auch ein ganz guter Punkt, um darüber mal zu reden. Ich würde das ganz gerne mit der Bewertung auch schon so ein bisschen verknüpfen. Findet ihr denn, er ist seinem eigenen Anspruch mit diesem Buch halbwegs gerecht geworden? Beziehungsweise konntet ihr überhaupt für euch selber genau definieren, was sein Anspruch war an dieses Buch? Denn ich konnte es nicht. Also wenn sein Anspruch tatsächlich war, die Frage zu beantworten, warum schreibe ich Horror? Dann würde ich sagen, nein, das ist nicht gerecht geworden.
wenn sein Anspruch war, einfach das Genre ein bisschen vorzustellen. Das ist so im Plauderton, wie er ja immer schreibt eigentlich. Dann würde ich sagen, es ist ihm ganz gut gelungen, so einen unterhaltsamen Überblick über die Geschichte oder die neuere Geschichte des Horrorgenres zu machen. Aber da ich nicht genau weiß, was sein Anspruch war, ist das schwer zu sagen. Ich hätte dann mal wieder ein letztes Zitat genau zu dem. Da hat ihn nämlich ein Reporter die Frage gestellt, jetzt zitiere ich wieder aus dem Buch, warum lesen die Leute diese Horrorgeschichten? Meine Antwort war im Grunde genommen die von Harlan, man versucht den Wahnsinn in einem Marmeladenglas einzufangen, damit man ein wenig besser damit zurechtkommen kann. Die Leute, die Horror lesen, sagte ich zu dem Reporter, sind verdreht, aber wenn man nicht ein wenig verdreht ist, wird man mit dem Leben im späten 20. Jahrhundert überhaupt nicht zurechtkommen. Also das Kings Anspruch zum Warum liest man Horror und letztlich warum schreibt der Horror vielleicht auch. Na gut, dann würde ich sagen, gehen wir hier an der Stelle ein kleines bisschen auf eure Meinung zum Buch und auf eure Bewertung ein. Ich fange vielleicht mal an. Mir persönlich ist das Buch schwer gefallen, weil er in unglaublich großen Teilen ins Schwätzen gerät. Liegt aber halt auch daran, dass er ein bisschen mit seiner, ja, er ist halt gefangen in dem Konflikt, seine wirklich vorhandene Sachkenntnis zu komprimieren, aber andererseits eben sie auch raushängen zu lassen. Und ich glaube, die Balance ist ihm nicht immer ganz gelungen. Dadurch ist es in dem Buch vielleicht auch zu empfehlen, wirklich ein bisschen quer zu lesen. Also wirklich nur die Stellen, die einem beim Drüberlesen so interessant vorkommen, mal genau zu lesen und den Rest nur so zu überfliegen. Ich glaube, das habt ihr auch alles so halbwegs gemacht, richtig? Ich auf jeden Fall. Und ich habe dann auch eine ganz gute Technik entwickelt, tatsächlich drüber zu lesen. Also ich habe nichts ausgelassen, jede Seite angesehen, quer gelesen und habe es auch geschafft, dann schnell irgendwo hängen zu bleiben, wo ich gemerkt habe, das interessiert mich jetzt sehr. Habe dann an der Stelle wieder wirklich intensiv und mit viel Freude auch gelesen und vielen Erkenntnissen. Und dann, als ich merkte, okay, jetzt geht's wieder so an Detailbeschreibungen von Büchern, von Filmen, die jetzt für mich aber keinen großen Mehrwert bringen, dann habe ich aus Zeitgründen wieder ans Seitenfliegen gegangen. Das heißt, meine Bewertung, wenn sie denn jetzt gleich kommt, erstreckt sich eigentlich auf den Teil, den ich genau gelesen habe, und klammere das andere dann einfach aus. Mhm. Flo? Mir ging es eigentlich ganz genauso. Es gibt viele Teile in diesem Buch, die unterhaltsam sind, aber wir kennen King, er plaudert, er kommt vom Hölzchen auf Stöckchen, er wird langatmig und dann habe ich auch angefangen, quer zu lesen. Manchmal ist mir das auch passiert, wenn ich so ganz anderer Meinung war wie er, gerade bei Filmen und sowas, dass ich dann auch einfach ein bisschen drüber gelesen habe und mich nicht so damit beschäftigt habe, damit ich mich nicht aufregen muss. Da ich mich so ein bisschen ja in dem Genre auch auskenne, King schreibt im Vorwort, er befürchtet, dass das Buch sehr unvollständig ist. Und er hat zwar unheimlich viel hier abgegrast, aber mir fehlen tatsächlich einige Punkte noch. Das hat mich so ein bisschen auch gestört an dem Ganzen. Und wenn man es heute jetzt liest, wir haben jetzt 2018, das ist 1981 erschienen, es ist einfach zu alt, um noch wirklich aktuell sein zu können. Die ganze Entwicklung ist so rasant weitergegangen. Es ist ein nettes Buch, nett geschrieben, aber ja. Einfach gut, nur ja. Dann würde ich sagen, fangen wir mal an, das Ganze zu beziffern. Also, ich persönlich habe das Buch mit 5 Punkten verwertet und bewertet, weil mir einerseits der rein fachliche Teil als Literaturwissenschaftler schlicht und ergreifend weder was Neues war, noch sonderlich tiefgehend in irgendeiner Form. Also das, der fachliche Teil an sich hat mir nichts gegeben. Was er über die Filme gesagt hat, da kann ich nur sehr begrenzt, wie gesagt, mitreden. Von daher habe ich mich dahingehend auch nicht zu einer Bewertung hinreißen lassen. Aber weshalb das Buch für mich durchaus einen gewissen Reiz hatte,
trotz der Längen und trotz des Geschwafels war dann halt wirklich die Empfehlungssektion, wo er über die Horrorliteratur redet. Deswegen habe ich dem Buch insgesamt 5 von 19 Punkten gegeben. Aber es kann man halt auch wirklich nicht bewerten wie ein Roman. Von daher ist an dem Punkt die Bewertung auch ein bisschen ad absurdum geführt. Aber man kann auf jeden Fall mit dem Buch seinen Spaß haben, wenn man sich die Sektionen rauspickt, die einen interessieren. Dann mache ich mal weiter. Hört sich dann ganz anders aus, aber das darf ja in diesem Podcast auch so sein. Der erste Teil, der Erklärungs- und der wissenschaftliche Teil, hat mich am meisten interessiert. Ich habe da wirklich viel gelernt, viele Erkenntnisse gewonnen, habe das auch wirklich gerne gelesen, bin auch fasziniert davon. Den Filmteil auch, wie gesagt, teilweise auch überflogen, da ich aber auch mehr Filme als Bücher gelesen habe, war ich also da auch mehr zu Hause. Und da ich schon ein bisschen älteres Semester habe, bin eben doch auch viele Filme, die hier erwähnt wurden, teilweise eben auch noch tatsächlich im Kino geguckt. Weniger interessant oder schwieriger dann für mich zu lesen eben der Bücherteil, weil ich eben von Horrorbüchern doch relativ wenig gelesen habe, also längst nicht so viele wie offensichtlich ihr beide. Deswegen da eben mehr drüber geflogen, Anhang eigentlich gar nicht mehr groß angeguckt. Hab lang drüber nachgedacht und trotzdem, ich bin ganz froh drum, dass ich dieses Buch gelesen habe, was ja durch eure Sendung entstanden ist, und gebe dann tatsächlich 13 Punkte. Und ich liege zwischen euch. Wie gesagt, es ist teilweise ein bisschen langatmig, teilweise habe ich auch quer gelesen, aber ich habe mich doch meistens recht gut unterhalten gefühlt. Auch wenn ich nicht immer mit seiner nicht gerade objektiven Meinung übereinstimmen würde. Es ist nicht, man muss es nicht lesen, aber es schadet auch nicht. Und ich gebe 9 Punkte. Okay. Da Jonas zur heutigen Folge leider nicht da ist und ich wahrscheinlich auch keinen Tonschnipsel rechtzeitig von ihm kriege, damit ihr die Sendung auch entsprechend schnell hören könnt, wir werden natürlich seine Bewertung als Zahlenwert mit aufnehmen, damit unsere Statistik nicht kaputt geht. Aber so wie wir es aus den Gesprächen mit ihm rausgekriegt haben, liegt er auch irgendwo so zwischen Flo und mir, also irgendwo zwischen 5 und 9 Punkten. Wo genau er liegt, werden wir dann auch fragen. Und eventuell erfahrt ihr das dann auch noch irgendwann. Gut, da ja das ganze Buch aus Querverweisen schon besteht, denke ich, können wir uns diese Sektion an der Stelle verkneifen. Denn, wie gesagt, er bezieht sich ja auch zum großen Teil auf seine eigenen Werke und auf seine eigenen Bücher. Deswegen, wenn ihr nichts anderes habt, würde ich mit einem letzten Zitat schließen wollen. Naja, ich habe ja diesmal tatsächlich auch Zitate. Ja, ich weiß, du bist jetzt geschockt. Zum einen habe ich das hier. Ein Schriftsteller, der nur alle 7 Jahre ein Buch veröffentlicht, wälzt keine tiefschürfenden Gedanken. Selbst ein sehr langes Buch auszudenken und zu schreiben dauert bestenfalls 3 Jahre. Nein, ein Schriftsteller, der nur alle 7 Jahre ein Buch veröffentlicht, ist einfach faul. Und das andere, da geht es um Dracula. Laut der Legende, und Stoker kann in seinem umfangreichen Roman eine Menge Vampirlegenden einbringen, besitzt ein Vampir die Fähigkeit, niedere Tiere zu befehligen. Katzen, Ratten, Wiesel und möglicherweise Republikaner. Haha. Okay, Christian, hast du auch noch irgendeins, was du nicht schon innerhalb der Sendung eingebaut hast? Ja, habe ich. Gefällt mir gut. Man kann Sahne nicht schätzen, wenn man nicht eine Menge Milch getrunken hat. Und man schätzt vielleicht nicht einmal Milch richtig, wenn man nicht einmal welche probiert hat, die sauer geworden ist. Das ist hübsch. Das ist mir entgangen. Ja. Dann ist vielleicht noch zu erwähnen, dass das Sachbuch in der Kategorie Non-Fiction 1982 den Locus Award und den Hugo Gernsback Award gewonnen hat. Also ist es scheinbar gut angekommen. Es gibt eine englische Hörbuchfassung, kein deutsches und auch keine Verfilmung, was jetzt nicht weiter überraschend ist. Das Buch war lange vergriffen, ist aber 2010 in den USA und auch 2011 in Deutschland wieder neu aufgelegt worden, mit einem neuen Vorwort von King. Ja, sonst gibt es da eigentlich auch nichts Großartiges drüber noch zu sagen. Genau.
Und da wir jetzt völlig widererwartend über dieses Buch, über das wir eigentlich gar nichts zu sagen hatten, es doch irgendwie geschafft haben, 2 Stunden lang darüber zu reden, möchte ich diese Sendung mit einem letzten Zitat abschließen. Wenn wir alle wahnsinnig sind, dann wird aller Wahnsinn eine Frage des Ausmaßes. Und in diesem Sinne bedanke ich mich ganz herzlich bei meinen beiden Mitpodcastern, nämlich dem Flo. Immer wieder gerne. Und beim lieben Christian, es war uns wie immer eine Ehre. Vielen, vielen Dank für die Einladung und ich kann nur sagen, ihr beide seid der Wahnsinn. Oh. Wahnsinnig heißt das, wahnsinnig. Und wenn ihr mit uns unseren Wahnsinn auskosten wollt, dann könnt ihr euch jederzeit melden. Wir haben noch ganz, ganz viele Bücher und Kurzgeschichten, für die wir noch Gäste brauchen, über die wir noch nicht gesprochen haben. Die freien Bücher, aber auch die, wo ihr eventuell auch mit jemand anderem noch zusammen mitmachen könnt, die findet ihr auf unserer Leseliste, die ich euch wie immer verlinken werde. Grundsätzlich, ihr braucht zum Mitmachen nichts weiter. Ihr braucht entweder Skype oder Teamspeak oder irgendwas. Ihr braucht ein Mikrofon, in das ihr reinlabern könnt. Wenn ihr sowas nicht habt, dann sagt Bescheid, dann kümmern wir uns darum, dass ihr das zum Aufnahmezeitpunkt bekommt. Und ja, im Zweifelsfall braucht ihr halt nur noch die Bücher und Lust zum Lesen. Auch die können wir euch, also zumindest die Bücher, zur Verfügung stellen, wenn ihr das möchtet. Da müsstet ihr uns einfach Bescheid sagen. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mitmacht. Und ja, wir freuen uns eigentlich auf jeden Gast, aber wir freuen uns vor allem darauf, den Christian bald wieder zu hören. Denn der wird in einigen Folgen wieder zu uns stoßen, nämlich zu Christine. Gut, mit diesem Ausblick verabschiede ich mich erstmal bei euch. Ihr werdet uns vermutlich noch Ende diesen Monats nochmal hören. Diesmal zu Kujo? Genau. Und ich denke mal, diese Folge wird dann auch Ende diesen Monats noch kommen, wenn uns nicht wieder die Technik irgendwelche Dinge zwischen die Knochen haut. Es war mir wie immer eine Ehre, diese Sendung für euch zu moderieren. Ich danke euch allen fürs Zuhören und fürs Mitmachen. Und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Lasst euch gut gehen und passt auf euch auf. Ciao. Tschüss. Servus.